MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, moin Leute, MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys, Game Cards, MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards, MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So. Man hatte gerade gar nichts gehört, oder wie? Also MMOGA tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, es kommt noch ein kleines, eine Sache halt, in eigener Sache halt tatsächlich. Und zwar hat mich das liebe MMOGA-Team angeschrieben oder sowas halt, ob ich gerne bei dem Partner werden möchte. Und das hatte ich jetzt auch mal bestätigt halt, weil MMOGA finde ich tatsächlich selber auch sehr gut.
Und deswegen kommt da jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen, eine kleine Werbesache, eine eigene Sache. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit gerade gehört, okay. Deswegen, ich lasse es nur einmal laufen. Normalerweise sollte es eigentlich nur einmal eingeblendet werden. Und, Moment. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Genau, das sollte eigentlich nur zu hören sein. Ich glaube, jetzt hat man es hoffentlich normal gehört. Nee, ansonsten, genau, das war so die kleine Sache, eine eigene Sache halt. Aber wie gesagt, ja, ansonsten, ich gehe mal runter zu den anderen und werde mal Hallo sagen. Und dann gucken wir mal, was so geht heute. Wie gesagt, ich hoffe, euch geht's allen gut. Und, ja. Okay, aber gut zu wissen. Danke, Pickrate. Danke, dass du mir da den Tipp gegeben hast. Irgendwie war da was komisch. So. Genau, dann gehe ich mal runter zu den anderen. Was? So, da bin ich auch bei den anderen. Und hallo natürlich erstmal. Ich bin nicht ganz allein. Und zwar, ich habe mir die besten Teammitglieder der Welt mitgebracht. Und zwar den lieben Bestpixel. Yay. Den lieben Jaschnuck. Der so oder so wahrscheinlich nichts sagt. Dann den lieben Patrick. Hi. Und die liebe Michelle. Hallo. Ja, und Pickrate, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Eigentlich sollte das nur einmal abgespielt werden, aber wenn du gesagt hast, wegen MMO, ja, dass es die ganze Zeit halt kam. Ich habe eigentlich nur eine kleine Stimme, die eingeblendet werden sollte. Ja, gut. Ach, ne, ist ein kleiner Fail. Was? Ach, egal. Was ist da? Nee, ich wollte irgendwas sagen und dann habe ich gemerkt, das war doof. Nein, und zwar habe ich ja gerade auch schon erklärt in der Anmoderation oder so, dass MMOGA mir halt, ja, sag ich mal, ein Angebot gemacht hat oder so, dass ich darauf hinweise ab und zu mal, dass da ganz coole Spiele und ganz coole Angebote halt sind oder so und ich dafür halt auch ein paar Prozente kriege, wenn ihr dort natürlich, also ihr kennt das ja zum Beispiel bei PietSmiet oder sowas halt, die haben ja auch Verlinkungen zu MMOGA zum Beispiel, dass ihr halt, wenn ihr da Spiele kauft oder sowas halt, dass ich da eine kleine Vergünstigung bekommen, genau, tada! Und ich will jetzt gar nicht offensiv für MMOGA, es gibt auch noch andere coole Keystores tatsächlich Werbung machen, aber momentan ist es bei mir halt so, dass ich da immer meine Sachen halt geholt habe oder halt viele Teammitglieder von mir halt auch und deswegen, ich will gar nicht die ganze Zeit darüber reden, weil das ist keine Dauerwerbung, sondern das ist keine irgendwie, kein Sponsoring oder sowas ähnliche Sachen, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass ein Reflink halt am Start ist oder sowas halt und wenn ihr was an Spiel kaufen wollt oder sowas halt, könnt ihr gerne auch über meinen Reflink halt gehen. Dann kann ich natürlich in Streams vielleicht auch noch andere Spiele zeigen. So, das ist die einzige Sache, was ich dazu sagen will und auch sagen werde immer. Halt, oder nicht immer, sondern ab und zu mal. Ne, gut, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Und der ein oder andere ist ja schon am Start. Ich sehe auch im Stream natürlich schon, ist der liebe Patrick natürlich am Start. Der Joel ist am Start. Am Start. Ne, genau. Tanik ist auch noch gerade mit dazu gekommen. Prime ist auch am Stizzle-Lizzle. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Und Sonnenbrillen-Bro. Sonnenbrillen-Bro vor allen Dingen, weißt du? Gut. Sunglasses. Beautiful Sunglasses. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal ganz gechillt mit einer Runde SG an, oder? Oder was meint ihr? WW, ja, SG? Ja, aber eine Runde SG können wir ja mal machen am Anfang. Da spielt Tanik zumindest auch mal mit. Weißt du, was ich meine? Für den kranken Joel machen wir gleich. Wir machen ja so BW und sowas. Ihr kennt das ja alles. Ach, die sind schon gejoint. Oh. Ansonsten habe ich heute noch gar nicht in den Eventplan reingeguckt, muss ich ehrlich sein. Was ich wir eigentlich. Nur Minigames. Okay. Nur Minigames. Mache ich aber immer, weil wegen Teambesprechung und so. Ja, ja, genau. Teambesprechung ist wichtig, meine Freunde. Hi. We love THF. Oh yeah. Ich auch. Also ich mag euch. Vor allen Dingen, du, Pixel ist THF. Nee, das nicht so. Nein, natürlich, THF sind ja wir alle, ne, von da aus, also ihr natürlich auch, also von da aus. Okay, dann nicht. Was denn? Ich hab grad für eine Map gewotet und da kam Internet Error, okay. Was? Du hast schon wieder was kaputt gemacht? Nein, mit SG habe ich gar nichts zu tun. Ah, ja, wer weiß. Pixel. Guck mal nach rechts, Pixel. Oh. Das ist links. Das andere links, weißt du? Das war jetzt ungünstig. Oh, herrlich. Jetzt darfst du nach links gucken, weil das Joel will.
Ja, weißt du. Nee, du hast gesagt, guck mal nach rechts und ich hab aus Versehen wirklich so ganz lange so nach links geguckt. Och man. Jetzt fühle ich mich gut. Oh, ich hab schon mal Rüstung. Ich hab schon mal Rüstung. Ich hab schon mal Rüstung. Du hast schon mal Rüstung? Junge, Rüstung und so. Und ich geh schon mal runter. Ich werde so sterben. Nicht nur du. Hi. So, und lieber Dennis MC, natürlich hallo auch an dich. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach Ausrufezeichen IP oder Ausrufezeichen TS in den Twitch-Chat eingeben. Und dann gerne mitmachen. Übrigens, wir haben auch ein Forum, tjfmc.de. Genau. Aber ja. Aber das steht ja bei IP All zum Beispiel, ne? Wenn ihr da Interesse habt, also könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Aber wie gesagt, genug Werbung für heute. Ich fühle mich dann so. Eigenwerbung ist erlaubt. Ja, na klar. So, was geht ab? 6 Leben noch. Holy shit. Und im Forum ist auch ein schöner Eventplan zu sehen. Oh yeah. Was? Echt? Mhm. Und alle möglichen Informationen drin, was diese Woche noch passiert. Oh yeah. Passiert denn die Woche noch was? Ja. Hier mal eine Verlosung, da mal das. Hier die mal Lasertag, da mal das. Genau, vielleicht verlosen wir nachher noch was. Müssen wir mal gucken, wie viele nachher am Stissel sind. Du bist tot. Dann bist du tot. Joel hat mich gefunden. Keks hat mich gefunden. Oh, Keks der Noob. Nein, wir wissen ja, man darf ihn nicht reizen, weil ansonsten rastet er gleich aus. Und, also nicht rastet er aus, sondern dann wird er zum Berserker und dann sind wir alle im Arsch. Du meinst du? Was? Was? Ich? Ja. Ah, ich. Kann auch passieren, würde ich sagen. Gleich, wenn du tot bist. Wurde angestupst, aber ich kann es leider nicht lesen. So, und ansonsten lieber, Das hört sich erst gleich. Lieber Pilk, natürlich, Entschuldigung für den Anfang, dass da irgendwie so komisch dann. Das war irgendwie komisch. Weiß nicht, warum das so war, aber naja. Wie gesagt, sorry dafür. Gut. Wir verzeihen dir. Nee, er meinte irgendwann, das wurde da eine Dauerschleife oder was abgespielt oder was. Dabei habe ich nicht mal was geändert. Du verdammter. Oh, jetzt hast du ein paar Tricks gelernt von den TF-Lern, oder? Nö, Quatsch. Kommst du darauf? Los, töt Pet. Nee, Pet tötet Seta. So. Erstmal muss ich rennen. So, Devilmoss lebt noch. Ja, Prime tatsächlich. Genau. Selten, ne, unverhofft kommt oft, weißt du ja. Patrick stirbt jetzt. Echt? Warum? Weil, genau. Ja, ist klar. Ich hatte den Herobrine-Schwert gehabt. Haha. So, Patrick, jetzt kannst du mal gucken. Verdammt, ich dachte, ich kann ihn abstauben. Hör auf! Brennst, hör auf! Du brennst, hör auf! Übrigens. Hör auf! Stirb! Oh. Oh. Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ja! Ja! Nein! Ich hab ne Kekswand da, der Stamm wieder. Alter, holy shit! GG! Verdammt, ich wollte, hier waren so viele Sachen, weißt du? Mhm, aha, was lese ich denn da? Aha, mh. Ach ja, so ist es halt, ne? Was liest du da? Ich hätte dir das gegönnt. Natürlich. Was? Den Sieger. Ach so, den Sieger, alles klar. Genau, ansonsten fragen wir natürlich rum, was wollt ihr zocken? Was wollt ihr zocken, ne? BWBW. Lasertag wird auch schon mal gesagt. Ja, ist ja klar, Keks, ne? Lasertag, der alte Profi, ne? Bei Lasertag würde ich mitmachen. Okay, dann machen wir mal eine Runde Lasertag, würde ich sagen. Und zwar Team Deathmatch. Da bräuchten wir nur noch. Bräuchten wir nur jemanden halt, der natürlich einen Rundruf oder sowas halt mal macht. LT1 ist das. Das habe ich sogar noch. Genau, danke. So, wir joinen mal. Ne, und nicht wundern, lieber Dennis, wir haben zum Beispiel kein Partysystem bei uns halt auf dem Server, sondern wir machen immer diese Rundruf halt oder sowas halt, wenn jemand mitzocken will oder so, kann er sich dann gerne immer mit anschließen. Was denn? Derjenige, der das Papa gemacht hat, sollte die Lobby in und A machen, damit wir es besser lesen können. Okay, alles klar. Ich hab gedacht, das wäre ein O, ich hab mich schon gewundert, warum den LT Tom? Hm. Prime, we love TJF und TJF liebt perfekt. Euch. Ha. Das sieht perfekt aus. Oh yeah. So, Skiller PvP, ich mag Züge und ihr? Was? Und lieber Dennis MC, wenn du das erstmal auf dem Server landest, dann einfach in den Kompass halt reingucken. Du bist dann in der Lobby, dann auf den Arcade Minigame Server kommen. Und dann nochmal in den Kompass reingucken und dann zu Lasertag einfach.
So, los geht's. Sieben Leute sind nur drin, was? Soll ich auch kommen? Oh Gott, Keks. Na, jetzt ist es eh zu spät. Ach so, eins. Ja. Okay. Los geht's. Oh yeah. Verdammt. Da hatte Patty die gleiche Idee wie ich, weißt du? Wie ich Peter. Quatsch. Ich sag schon Peter. Ich bin der Peter. Mit Skill weggemacht hab. Ich bin der Peter und du. So, Keks, komm, du Noob. Ne, jetzt müssen wir aber loslegen. Nein, das ist natürlich eine Spaß. Also, wie gesagt, nicht wundern, Dennis. Ich ärgere Keks immer ein bisschen, damit er ein bisschen zum Hulk wird, weißt du? Weil dann, immer wenn ich das sage, dann legt er immer richtig los. Und dann geht er hier voll ab. So, Pickrate, einmal weg. Und von da, wie geht's, Peter? So, ich bin der Peter. Für den Pietz. Nein. Das wüsste ich. Ja, ach, echt? Ich hab lange genug mit dem alleine reden können. Echt? Ja, irgendwie auf der Gamescom, das Mal, wo ich da war. Oh, Prime, da haben wir uns beide gegenseitig weggemacht, holy shit. Eine halbe Stunde konnte ich mit dem quatschen, das war total interessant. Ja, nice. Was hast du denn da so gefragt, wenn ich mal fragen darf? Alles Mögliche, von Anfang von YouTube bis Videogames, was er gerne spielt, was ich gerne spiele. Und daher, oder welche Tipps er mir geben kann bei irgendwelchen Sachen etc. Ist aber schon was länger her. Ah, okay. Da hatte er noch Zeit für seine Zuschauer gehabt, ja. Meinst du, jetzt hat er das nicht, oder was? Nee, ich hatte das nicht mehr. Ja, wenn man auf der Gamescom trifft, also kann man bestimmt nochmal mit dem reden, oder was? Ja, aber wie länger als 2 Minuten kannst du mit dem nicht reden, danach kommt schon die Security und kommt, geht dazwischen. Ja, gut, irgendwann ist es halt so natürlich, ne? Ich meine, das ist auch verständlich. So eine Person der Öffentlichkeit, weißt du, was ich meine? Verdammt, ey. Erste Runde Lasertag ist wieder grande Chaos bei mir. Ne, 2 Kills habe ich gerade mal. Ja, ich hab schon 5. Goddammit. So. Fuck. Und die neuesten News kommen von Brati. Brati, was haben wir denn als neueste News? Erstmal hallo natürlich an dich, mein Guter. Ey, das war einfach gerade zu lustig. Weißt du, der englische User fragt immer, ob einer Bedwars spielt und du schreibst, The Owner Wars Stream. Was? Er hat halt geschrieben, The Owner Wars Stream. Ach so. Okay, ich hab's jetzt gerade nicht gesehen im Chat. Der Owner ist streaming. Nein. Die Dödelmaus streamt natürlich. Wie immer. Ernsthaft? Pickrate? Ich hab dich nicht getroffen? What the fuck? So, und Brati natürlich, ich hoffe, dir geht's auch gut. Ne? Und wie immer weißt du ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Von da aus, ich hoffe, dir geht's gut. Der Spruch ist schon so alt, der kommt schon bald wieder. Na, das ist eigentlich auch ein Lied, oder nicht? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Irgendwie so. So, und zwar, er schreibt, Tanik ist cooler als Seta. Was? Brati. Ja. So, und ansonsten, lieber Dennis MC natürlich. Fuck yeah. Danke, dass du den Herzchen-Button gedrückt hast, mein Guter. Und, wie gesagt, herzlich willkommen natürlich. Und, liebe Leute bei Twitch, ihr wisst ja, was das heißt. Heißt ihr natürlich auch im Chat herzlich willkommen mit einem Hashtag FollowHype, ne? Für den lieben Dennis MC. So, und du heißt Ingame King Twice. Ja, die Runde geht noch 6 Minuten. Also musst du dich noch kurz einmal gedulden, damit dann kannst du dich sofort mit anschließen. So, Prime weggemacht. Die war nicht gut, die Granate. Ja, vor der Granate. Ja, seht ihr, ist klar. Piu, 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 weißt du, ja? Oh, verdammt. Genau, voll Hype, ne? Wie gesagt, herzlich willkommen nochmal, Dennis. Und schön, dass du da bist. Ich muss mein Chat overlay mal den Chat ein bisschen zusammenrücken, glaube ich, nochmal ein bisschen. Schauen wir mal. So, Keks, was ist da los? Keks muss wieder noobig werden. Da liegt auch schon los im Chat, seht ihr es? Keks hat gekillt, Keks hat gekillt. Aha, du kriegst angeblich gleich ein Follow. Was? Hat einer geschrieben, er mag dich, er followt dich. Ja. Das war wahrscheinlich der Dennis MC. Wie gesagt, herzlichen Dank dafür nochmal, natürlich, mein Guter. Verdammt, goddammit. Und da holt er sie von hinten weg. Also, beziehungsweise sie. In dem Fall war es ja Michelle. Ne? Ja. Oh yeah.
Jetzt habe ich auch endlich mal mehr Kills wie ein. Zack, jetzt haben wir endlich mal eine fette Führung hier am Stüssel. Oh, nein, wir müssen das ändern. Wir müssen die besiegen. Wir müssen zerfleischen. Oh, was? Ich will aber nicht schon wieder im Minusbereich sein. Genau, irgendwann muss ja, ich auch... Ja, ist klar, Kix. Das hat doch noch ein Schild, weißt du? Irgendwann muss ich auch mal in Silber kommen. Genau, wir haben ja natürlich auch so ein Ranking-System halt von Diamant bis Bronze sozusagen und natürlich Top 10 und sowas gibt's halt auch. Das Programm, also wir programmieren auch selber Plugins halt, nur tatsächlich ist es halt so, bis LaserTech noch in der Alpha ist, wird aber bald am Schlüssel sein. Ja, wir haben jetzt zwei Leute am Spawn. Mach die mal weg. Oh nein! Goddammit! Oh, beide weggemacht. Easy. Hat Spaß. Genau, Keks hast gehört, ne? Der hat gesagt, easy. Der hat gesagt, du bist ein Noob. Nein, also nicht wundern, wie gesagt, wir machen nur Spaß mit Keks, halt, der versteht das auch so und der weiß halt auch natürlich. In der Beta? Also noch ist Alpha 08. Dazu wird es auch beim Join halt angezeigt. Genau, ich wollte gerade dazu erzählen, wir programmieren alle unsere Minigames selber und die Maps sind natürlich auch alle selber gebaut halt. Und was noch? Ja, ansonsten sage ich nur so 80% auf dem Server der Plugins sind halt auch selber programmiert, außer so Sachen wie World Edit, Essentials oder was halt oder World Guard. Was man halt nicht braucht natürlich, ja. Genau. Was braucht man denn nicht? Nein, ist gut. Naja, du weißt schon, was ich meine. Ich bin gespannt hier. Das sind schwer, die Schlawiner. Ich habe nur 9 Kills, ey. Holy shit, ey. Oh Gott, genau, Nordi. Verdammt, die war gut, Prime. Die war richtig gut. Ja, weißt du, wie ich das eben von hinten aufgeräumt habe, ey. Ja. So, und Scorpia ist auch da. Mit seiner VR-Brille. Na, das weiß ich nicht, ob er heute wieder mit VR macht. Er meinte, er hat gestern dadurch fett Kopfschmerzen halt noch bekommen. Ja, das hätte ich aber auch bekommen, aber ich hätte auch mich auch nebenbei übergeben. Also, na, Motion Sickness ist, glaube ich. Oh, es geht ja PvP nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir dann PvP zocken? Dennis MC, was meinst du? Player versus Player, also auf dem PvP-Server jetzt selber bei uns? Oder, also normalerweise zocken wir eigentlich, wow, in Streams einmal Minigames und sowas halt. Aber wir können auch gerne mal einen einzelnen Stream machen, wo wir nur auf dem PvP-Server sind. Und nein, ich werde dort nicht F3 denn drücken. Ne? Und vor allen Dingen, wir haben ja da noch ein Problem, seht ihr, ne? Was? Wir auf dem PvP-Server. Ein Problem. Ach so, Kopfgeld. Ja, dann das kann ja der Pixel nebenbei aus der Datenbank bei mir entfernen. Ich würde jetzt auch die erste Top-Power verteilen. Genau. Und damit würde ich sagen, hallo Keks. Guten Morgen. Genau, moin moin Keks. Na? Alles gut? Komm, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen loslegen. Bei uns ist... Ah ne, doch nicht. Holy shit. Ich dachte gerade, bei uns war jemand in der Base. Ja, man, Abfahrt. Aber noch führen wir, also ist alles gut. Oh Gott, die Granate war nicht gut geworfen. Ja, weil da hat mein Schild dich geschildert, wa? Ja. So, Rapid Fire. Piu, 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 piu. Warum bist du nicht durch die Granate draufgegangen? Weil ich noch gut glücklicherweise weggesprungen bin. So. Warum bist du das? Hatte Kopfschmerzen, weil ich zu wenig getrunken habe. Zu wenig Energy. Was? Energy ist nicht gesund. Lieber Scorpia, also nicht zu viel davon trinken. Ich habe früher mal viel zu viel davon getrunken. Und dann hatte ich irgendwann mal das Gefühl, dass ich so Herzrasen hatte und sowas halt. Und deswegen war ich damit ein bisschen vorsichtiger, sag ich mal so. Und seitdem trinke ich es vielleicht noch einmal im Monat oder sowas halt. Oder einmal alle 2 Wochen vielleicht. Ich habe so eine ekelhafte Plörre noch nie getrunken. Nee, echt? Weil schon alleine der Geruch davon ist schon widerlich. Ah, ich mag das ganz gerne, muss ich sagen. Das ist ein flüssiger Kaugummi ist halt für mich. Widerlich. Ich trinke Red Bull immer, wenn wir noch... Wenn man wach sein will, dann nimmt man sich entweder eine Flasche Cola mit oder eine Koffeintablette. Nee, Cola hilft ja echt nicht. Koffeintablette ist ja auch scheiße. Wenn du da über 8 Stunden so sitzt, glaub mir, du weißt, du schläfst irgendwann einfach ein. Am besten Traumzucker. Ja, aber das ist aber ein Zucker, der ganz schnell wieder auch wieder verfliegen kann, ne? Ja gut, das ist ja klar. Ja, aber ist, glaube ich, das Gesündeste von allen. Oder am besten ausreichend schlafen, dann ist man auch nicht müde. Außer du sitzt im Auto ein paar Stunden lang.
Wie? Und fährst. Autobahn macht Sinn. Ja gut, wenn du... Ja, wenn es eintönig halt ist, ne? Aber wenn du selber fährst, oder meinst du, wenn du Beifahrer bist? Ja, Beifahrer, ja. Ja gut, als Beifahrer kannst du eben mal pennen gehen oder sowas halt, weißt du? Ja, aber ich glaube, als Fahrer ist das auch immer anstrengend. Als Fahrer ist es anstrengend, ja. Halt, wenn du wirklich mal 5-6 Stunden durchfährst oder was halt. GG, Leute! Na gut, wir sagen immer, wenn wir nach Polen fahren, wir müssen nicht durchfahren, weißt du, wir machen immer mal Pause und dann ist ja kein Stress. Boah, ey. Komm endlich mal wieder ein paar Punkte rauf. Ich bin schon bei 826 runtergerutscht, ey. Ich bin bei 1. Ich habe endlich mal Gold erreicht. What the fuck? Ich bin bei Bronze. Ich glaube, mein Fehler ist, dass ich zu oft spiele, weißt du, deswegen rutsche ich so weit runter. So, GG, liebe Leute. Genau, und ansonsten kommt alle auf dem Server halt drauf. Wie gesagt, wir sind gerade auf dem Arcade-Server. Und, lieber Dennis MC, du kannst mir nochmal genau sagen, was du meintest. Meinst du bei uns auf dem PvP-Server halt eine Runde zocken, oder was? Weil da würde ich dann meinetwegen bei Wunsch natürlich auch gerne mal einen extra Stream halt machen. Genau, da machen wir eine Base und dann machen wir die alle fertig. Bei einem müssen wir da erstmal ein Kopfgeld. Genau. Ja gut, das müsste ja löschen. Das müsste. Wir hatten ja sogar noch eine Base. Und der Pix erinnert sich ja daran. Ja, wir hatten noch eine Base. Die existiert sogar noch. Die sieht ganz nett aus. Die sieht noch nicht mal so scheiße aus. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde in BW1 rein. Okay. Sollen wir da jetzt nochmal Auto fixen? Jawohl, und das wieder ausmachen. Okay, dann würde ich halt mal sagen, dass ich die Woche auf jeden Fall, ich muss mal gucken, lieber Dennis MC, dass wir vielleicht mal ein PvP, also ein PvP-Server mal einen Stream machen. Heute ist, wie gesagt, ja Minigames angesagt, aber wenn das gerne gewünscht ist oder so, können wir das natürlich auch mal machen. So, genau, Hypes natürlich. Genau, bei mir im Stream sammelt ihr natürlich auch Cash, also ist völlig umsonst halt, das ist so eine Art Spielwährung. Damit könnt ihr halt zum Beispiel Wetten abschließen oder zum Beispiel jemanden zum Kampf herausfordern oder einen Fight Club starten oder einen Raub starten oder ähnliche Sachen. Genaueres findet ihr dazu in der Twitch-Beschreibung natürlich. Oder ihr fragt am besten mal den lieben Brati zum Beispiel halt, ne? Also die TJF-Bratwurst, meinen herzallerliebsten Mod. Ne, der wird euch da auch gerne was zu erklären, wenn ihr ihn natürlich fragt oder was halt. Gut. Ja, von da aus, ich würde mal sagen, ich halte mal den Countdown ganz kurz an. Mich verwirrt es immer noch tatsächlich durch die neue Map. Und wir haben die immer noch nicht rausgenommen. Wie viele Spieler wir gerade drin sind. Gut, welche Map nehme ich denn mal? Ich nehme mal... Nö, schreibt er. Brati, du Schlawiner. So. / Force Map. Du kannst auch einfach in den Chat halt reinklicken. Lieber. Moment, wie war der Name? Synotic? Kann das sein? Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wenn es falsch ausgesprochen ist, tut's mir leid. Das ist nicht beabsichtigt. So, Devin muss Kantanik mitspielen, bitte. Ja, ihr müsst ihn alle überreden, Leute. Spammt die Herzchen in den Chat. Nein, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Bedwars spiele ich nicht so gerne mit. Spammt die Herzchen in den Chat und überredet ihn. Stupst ihn an. Nein, macht's nicht. Oh, doch. Das schenkt ihm ganz viel Liebe. Genau, schenkt ihm ganz viel Liebe. Dann macht er vielleicht mit. Nein. Wir können ihn natürlich auch nicht dazu zwingen. Von da aus, ich lasse den Counter jetzt einfach mal weiterlaufen. Wie gesagt, ich wünsche natürlich allen viel Glück. Und wie immer haue ich mal eine Bedwars-Wette halt raus. Und zwar wird mein Team gewinnen oder verlieren. Moment, ich muss nur kurz einmal raussuchen. Geschafft. Was? Nö, ich habe gedacht, ich schaff's nicht. Ist nicht da. Ich weiß, ich werde schon wieder rumgeschoben. Ich könnte dich jetzt eigentlich followen. Ja. Mit meinem neuen Account. Ah, mit dem Bot-Account sozusagen. Ja, das ist es. Und zwar die 0. Die 0 ist, dass mein Team gewinnt. Die 1 ist, dass mein Team verliert. Und ich bin mit Best Picks in einem Team. Und genau, ich werde das Ganze jetzt starten. Maximaleinsatz von eurem Cash ist 5000 und zack. Oh, das könnte jetzt ein Problem sein. Genau, wir haben aber noch Prime am Start. Prime ist auf jeden Fall auch ein sehr guter. Und in meinem Team, also beziehungsweise Skiller PvP, Joel und Evilbaum sind im blauen Team. Dann Bestpixel, also ich, Bestpixel und Prime sind im gelben Team. Der Cynotic. Und King Twice sind im grünen Team und Michelle und Keks, oh Gott, auf die müssen wir auch aufpassen. Wieso? Ja, nee. Ja, durchlaufen lassen. Ja, ist halt echt so. Ja, ich frag mich das auch. Was? Also Keks ist doch gar nicht gut. Nein, wir wollen ja nicht den Hulk herausfordern, weißt du, was ich meine? Doch. So, ein Pixelchen ist AFK oder was ist da los?
Nee. Randy. Ich bin in der Mitte, danke. Gut. Ich nicht. So, und Brati, was soll ich spenden? Nein. Brati, du musst ja, nicht spenden. Ja, du hast schon genug getan, mein Guter. Ne? Pass auf, ich komm zurück. Ja. Ach so, wann kommen die neuen Preise? Das voll... Pixie, was machst du? Größer als kleiner. Und ich werde mal gucken, dass wir... Ich werde es heute noch in meiner Teambesprechung auf jeden Fall ansprechen, dass wir die... Auf jeden Fall die Tage angleichen. Ich weiß, ich habe gesagt, am Wochenende wollten wir es eigentlich machen. Am Wochenende hatten wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen in der... Halloween-Vorbereitung. Was? Wieso? Kommt wer, Michael? Ich kann niemanden schlagen und mich sieht auch keiner. Doch, ich sehe dich. Ja, rat mal warum. Weil du im Vanish bist wahrscheinlich. Ja, durch eben eine... Oh. Viel Glück. Oh. Du Schlawiner. Also wie gesagt, die 0 ist, dass mein Team gewinnt, die 1 ist, dass mein Team verliert. Pixelchen hat uns schon mal verlassen. Oh. Warum? Ja. Bleib in der Base einfach. Warum bin ich einfach zu Wolf für diesen Bot? Du bist nicht blöd. So, genau, bist du nicht. Hallo, du hast... Ich habe auch lange... 50 IQ. Mittlerweile, also nach den Jahren, habe ich schon ewig lang dafür gebraucht halt. Aber kommen die schon? Nee, ich krieg das mit diesem Ortification-Scheiß nicht klar. Geil, du musst einfach nur den Ohr auf Kiwi raussuchen. Das ist eine extra Seite. Also nicht direkt von Twitch. Hi. So, und der liebe Jonas ist auch mit dazu gekommen. Hallo, mein Guter. Jonas? Ja. Ich stupse dich mal mit kurz was an, okay? Mach das. Jetzt kommt die Liebeserklärung. Achtung, die kommen schon, ne? So, das Schlawiner-Team da. Ein Artikel auf ihrer Wunschliste. Das ist ein Angebot. Ah ja. So. Geht das klar für dich, oder? Warte mal. Warte, was muss denn bei Channel? Oh nein, Prime! Warum? Warum machst du das? So. Hm, hast du zugebaut, mein Guter. So, einmal weggemacht. Puh, alter Holy Shit. So, Prime, habt ihr nochmal hier was? Und hier, oder? Ja, da muss ich ja gleich zuschlagen, wenn ein Artikel auf der Wunschliste im Angebot ist. Genau. Per MMO, nein. Ja, ich wollte sagen. Und über welchen Nicken würde ich das machen? Nein, Quatsch. Wow. Ja, das ist schmierig, das will ich nicht, das wollte ich noch nie und das mache ich auch nicht, tatsächlich. Ich werde es ab und zu mal erwähnen, dass da ein Reflink da ist, aber ansonsten... Pixel? Ja? Bei Factorio gibt es ein Update? Nee. Nein, doch. Ich muss schon den Workshop Armor-Inhalt runterladen, der ist 1,6 GB groß. Ja, aber es ist nur 34,2 MB groß. Okay, das... Moment, da muss ich... Das ist wahrscheinlich ein Hotfix oder sowas, denke ich mal. Wir müssen mal wieder spielen. Nur so jetzt im Prinzip. Und ich werde demnächst ein neues Let's Play starten. Okay. Mit was wirst du denn starten? Wie starte ich MC? Nein, das Spiel heißt South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Oh Gott. Okay, ich habe das schon gesehen. Leider bin ich danke dafür nochmal. Und da ich das Spiel jetzt hier gestern mir erworben habe und das jetzt spielen könnte, theoretisch, habe ich mir gedacht... Sieht seinen Link? MMOGA? Nee. Echt? Nee, habe ich nicht. Ach so. Ich dachte, das stand bei mir. Irgendwas hatte ich da nämlich gesehen gehabt. Echt? So. Ja, irgendwie stand da was, ja. Aber das ist ein unsicherer Dings. Irgendwie stand da, dass noch kann nicht getätigt war oder so, der Kauf oder so, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber nein, direkt leere Zerreißprobe ist ein cooles Spiel auf jeden Fall. Ja, und man muss auf jeden Fall schwarzen Humor haben, sonst. Jetzt bin ich mir das auch noch auf YouTube angucken. Ja, vor allem, ich hab schon gesehen. 16, 15. Und Pixel? Ja. Wann kommt denn, wann nehmen wir das nächste Podcast auf? Ich hab's eigentlich, dann machen wir's morgen. Goddammit. Wieso kommt das denn nicht heute machen? Ja, ich hab auch heute, aber du hast gesagt, du musst Let's Play. Danach, hallo, ich hab frei. Oh, ist wow. Ja gut, sorry. Ich glaube, wir bräuchten mal jemanden, der uns kontrolliert ein bisschen. Das wäre mal ganz nett, Pixel, das kannst du mal machen. Ach so meinst du, okay.
Na, Freunde. Das sieht komisch aus. Siehst du gut, dass ich rausgegangen bin, siehst du? Ja, dazu musst du aber auch mal ein bisschen selber drauf achten, bitte. Vielleicht wäre er da. Genau, derjenige, den müsstest du mal kontrollieren. Lieber Cynotic, das sah ein bisschen unlegit aus, deine Hits tatsächlich. Muss ich dir mal ins Gesicht sagen. So, Prime, ich denke mal, du hast das auch gemerkt. Gut. Ja, nee, ist egal, Prime. Ja, brauchst du nicht. Ich hoffe, wie viel Block hast du noch? Okay. Ich habe noch ein bisschen mehr. Habe ich gesehen. Genau, und lieber Cynotic, ich würde dir empfehlen, bei uns auf dem Server halt auf jeden Fall den Hackline auszumachen. Tut mir leid, aber man hat es auf jeden Fall gesehen. Daher, sorry. Wir kriegen sowas immer schnell mit. Ja, das war easy zu sehen. Ich meine, die Kill-Aura, das war eindeutig. Tatsächlich, leider. So, und der Physics ist auch am Start. Hallo, mein Guter. Schön, dass du auch wieder da bist. So, und Scorpia hat den Raub, glaube ich, gewonnen. Oder was? Der Fight Club? Ich weiß nicht. Ich glaube, den Raub hat er, oder? Nee, Fight Club. Glaube ich. Gut. Aber ansonsten King Twice. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. So, und Physics ist in Gefahr. Warum bist du in Gefahr, mein Guter? So, wir gucken mal King Twice ein bisschen zu. Pixel? Ja. Oh, du bist krank wie eine Sau. Oh Gott, ja. sag das nicht in dem Jonas. Ich meine nur, wenn der... Ne? Achso. Alter. Klinge. Zeit echt? Holy Kamoli. So, leben wir noch, Devil? Was? Na, Prime, nee, wir leben natürlich nicht mehr. Aber wie gesagt, Wetten laufen noch natürlich noch bei Twitch. Natürlich, die 0 ist, dass mein Team gewinnt, die 1 ist, dass mein Team verliert. Und ihr könnt sichere Wetten noch platzieren. Und zwar, die Runde ist jetzt vorbei. Ich warte noch ein paar Sekündchen. Ne? G to the G. Ne? Oh, gut, ich bin mal gespannt. Alles gut. Gut, was fragen wir natürlich als nächstes? Was wollt ihr als nächstes zocken? Oh, Pika ist wieder auch am Start, hallo, mein Guter, natürlich an dich. Und warum hast du Tränen in den Augen, mein Guter? Nicht weinen. Oh. Nein. Wie gesagt, ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Guter. So, bin krank wie ein Schweinchen, schreibt er. Ich bin gar nicht krank. Nein, nee, Physik sagt das. Ne? Was? Genau. So, wir gucken mal, was wollt ihr zocken? Ich bin dumm wie ein Stein, Skill PvP. Quatsch. Seit wann sind Steine denn dumm? Weißt du das? So, Prime ist tot, was? Nein, alles gut. Wir sind nur ausgeschieden in der Bad Wars-Runde. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Runde KOTA, ne? Weil BW hatten wir gerade, dann machen wir danach noch eine Runde BW. Stopp. Was? Zack, was? Zack. KOTA 9, sorry. Genau, einmal in den Kompass reingucken und dann auf den Stick klicken und dann einmal irgendwie rumlaufen und dann in die Lobby reinjoinen. So, Survival Games Dennis MC machen wir auf jeden Fall auch gleich noch eine Runde, ne? Genau, ihr könnt natürlich immer in den Chat schreiben und gerade so auch neue Zuschauer oder so, halt, können sich natürlich vermehrt was wünschen. Und deswegen, so, was nehme ich hier für ein Kit? KOTA zum Beispiel, also King of Dill ist auch ein eigenprogrammierter Spielmodus von uns. Hier geht es halt darum, wir werden gleich alle in einer Map gespawnt als Teams und dort befindet sich ein Berg und in der Mitte des Berges oben befindet sich Emerald-Blöcke drauf. Und das Team, was oben am längsten auf den Emerald-Blöcken steht, sammelt halt Zeit. Und ja, das Team, was am Ende meistens Zeit hat, gesammelt hat, gewinnt halt. Und das ist der ganze Spielmodus. Ich würde gerade Topper durchwechseln. Immer doch gern. Peace.
Ja. Ah, jetzt hat's funktioniert. Oh yeah. Genau, und das musst du halt bei deinem Streaming-Account halt auch machen. Was? Den Ohr auf Key. Das heißt, ich muss das bei beiden machen? Mhm. Ja, wenn du natürlich als Streamer halt natürlich in Chat halt auch darüber gehen willst, weil ansonsten musst du halt dein Twitch-Chat halt auch noch selber offen haben mit. Weißt du? Ich habe meinen Countdown ganz kurz angehalten, bis noch alle Leute reinjoinen. Wir warten noch so 30 Sekunden und dann lasse ich ihn durchlaufen. Die restlichen 15 Sekunden. Genau, ja, du hast Talk Power. Dann ist schön. Wie geht es dir denn, mein Guter? Ach, super. Das freut mich zu hören. Talk Power ist immer on. Kann nix schief gehen. Oh yeah. Und bist du noch einer der Glücklichen, der Urlaub hätte, dich bei Nesat hier Ferien hat? Ich nö. Nee? Haben die bei dir wieder angefangen jetzt gerade? Also die Schule? Ja. Ah, okay. Ich bin auch in Niedersachsen. Ah, okay, alles klar. Dann gar nicht so weit weg von mir. So, Evilbaum, was? Livestream? Genau, Livestream haben wir am Stissel. So, Devil war gestern noch im Livestream, nein, Prime, tatsächlich. Ich musste gestern noch was für Arbeit machen. Und daher habe ich es nicht mehr geschafft. Für die Arbeit. Für die Arbeit, genau. Um es in einen korrekten deutschen Satz auszudrücken. Gut, ich lasse den Countdown jetzt mal laufen, aber wie gesagt, wir haben ja noch gesagt, Schnitzel 44 ist noch mit dazugekommen, deswegen, es hat sich gelohnt, dass wir gewartet haben. Und am Anfang habt ihr euch halt Kids freigeschalten, Fighter Kit und das Bow Kit. Und nach 5 gespielten Spielen, tatsächlich schaltet ihr euch schon das Speed Kit, glaube ich, frei. Und nach 15 gespielten Spielen, schaltet ihr euch mein Lieblingskit halt frei, das Double Jump Kit. Das ist auch sehr, sehr cool. So, ich bin in Team Green gelandet, genau, und in der Mitte befindet sich halt der Berg, ne, und dort müssen alle Teams halt hin, und ja, wie gesagt, das Team, was am meisten Zeit halt sammelt, oben hier auf dem Emerald Blöcken, hier seht ihr das, also wer am längsten hier drauf steht, sammelt halt Zeit. Ich werde gleich mal loslaufen. Warte, ich bin rot. Genau. In welchem Team bin ich? Gelb. Okay. Gelbe Gefahr. So, im Prime kommen, wir müssen Vollgas geben. Aufs Mull. Gegen wen muss ich? Und hier haben wir schon mal gesagt, halt, wenn eure Mäuse nicht nach spätestens einer Woche kaputt gehen, dann wissen wir auch nicht. Was? Goddammit. Ich glaube, das mit den Achievement-Nachrichten muss ich auch mal umstellen. Dass sie nicht global gesendet werden, meinst du? Ja. Ich glaube, das wäre mal ganz praktisch. Genau, hast du schon die bunten Debugs rausgenommen? Ja. Sonst kriegt Micha wieder einen Anfall, weißt du? Hallo, die sahen wunderschön aus. Das stimmt. Ist klar. Schön farbig, also. Ja, in der Konsole hat's geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Hat ihm auch also, mir hat's zumindest gefallen. So, und ich sehe gerade Prime und der King Twice ist bei mir auch noch im Team. Sehr, sehr nice, Leute. Wir machen das, kommt, Leute. Alter, der Bogen ist... Aha. Und irgendwie ist das Scoreboard auch ein bisschen buggy jetzt, glaube ich, neuerdings, weil meine Zeit wird mir nicht mehr angezeigt. Ich weiß auch warum. Ich kann es sogar ganz einfach erklären. Okay. Dadurch, dass der Cooldown, dass du noch einen Cooldown hast, ist der Cooldown. Wird überschrieben, ne? Genau. Ah, und das muss ich auch noch umändern. Ah, okay, alles klar. Das ist voll doof, weißt du, dass ich nicht zweimal dieselben Sachen haben kann, weißt du? Ja, ja, ja. Ist total nervig. Schön bleiben. Minecraft-Logik, weißt du. Kennst du. Ja, ja, ja. Ja gut, das wirst du ja in der nächsten Version eh fixen, also von da aus. Ist aber nur beim Double Jump Kit, ne? Oder bei einem anderen Cooldown noch? Es gibt doch noch das Ende. Granaten, glaube ich, ne? Ja, und das Granaten. Nein. Hacke gerade voll. Ist klar. So. Hey, ich will doch nur hier oben bleiben. Ah. Darfst du nicht. Ey, was soll... Bist du tot? Ja. Sehe ich jetzt nicht ein. So, und ansonsten natürlich auch herzlich willkommen an alle Neuen. Also King Twice natürlich, Moment, Super, wen hatte ich noch gesehen? Die Melone 1 und, noch jemand hatte ich gesehen. Der Schnitzel 44, genau, hallo an euch. Schnitzel 44, das macht Hunger. Genau, ich hätte gern 44 Nein. Schnitzel. Mit Pommes, nein. Wieder in der jungen Gemeinde, ne? Wir haben uns Nudeln von letzten Jahr gemacht, aber Nudeln ist ja nicht schlimm, die halten eigentlich. Ja. Und Tomatensauce aus der Büchse von 2014. Moa, Alter. Alter. Wie alte Tomatensauce? Das sollte man aber nicht machen. Aber wir haben kontrolliert alles noch frei. Ja, das kannst du gar nicht kontrollieren. Ja, wir haben nach Bauchgefühl gemacht. Ja, das Bauchgefühl hätte heute aber auch ganz anders sein können. Sag dein Bauch nach einer Woche. Das stimmt.
nach Lebensmittelvergiftung oder sowas. Ja, das kann aber Nudeln ging noch. Bei Dosensachen ist es auch tatsächlich ganz gefährlich. Da gibt es auch verschiedene Bakterien, die du überhaupt gar nicht merkst. Halt, tatsächlich. Also nicht beim Essen halt schmeckst du. Das meine ich halt damit. Merken tust du es auf jeden Fall. Ne? Weißt du? Ja, nee, wenn, hättest du schon heute irgendwie was auf jeden Fall. Im Normalfall. Wow! So, Pika legt hier auch erstmal fett los. Alter, holy shit. So, ich guck mal, ob jemand noch gewettet hatte von der Babywette. Ansonsten werde ich die nämlich auch gleich auflösen. Gibt es nicht auch eine Kino für Hill-Wette? Ich glaube, hatte ich auch. Aber nur für 3 Teams, das weiß ich nicht. Hilfe! Oh. Hilfe! Bogen ist so OP hier, ey. Das geht. Also es gibt für jedes Kit sozusagen ein Gegenkit halt, weißt du, was ich meine? Also wenn du es doppelt am Kit hast, also der Bogen macht halt viel Schaden und ein bisschen Rückstoß halt, ne? Aber gibt's ein Helfkit dazu? Der hat dann dafür einen schwächeren Stick sozusagen. Ey! Und das Fighter-Kit hat halt den stärkeren Stick. Ey, bleib doch hier, Pixel. Ey! Inti! Inti. Verreck! Seht's mal! Was soll das? Och Mann, ich bin tot. Oh, eine Runde Mitleid. Guck. Hat wohl keine Zugpower, ne? Ja, nee. Sozusagen. Verdammt! Ey! Oh! Mann! Pixel verzweifelt. Man hört es förmlich. Edmund am Verzweifeln. Boah. Genau. Ja. Pixel, du bist nicht in deinem eigenen Spiel und bist der beste Spieler. Wie kann das sein? Das ist ganz normal. Sieht aber auch in seinem eigenen Spiel und ist nicht der beste. Das stimmt tatsächlich. Und Team Green hat gewonnen. Oh yeah! Mein Team ist sehr, sehr nice. Ich programmiere es an King of the Hill weiter, mich nerven die Achievements. Ja, mir fehlen ja nur noch, ich weiß gar nicht, welche mir noch fehlen. So, ich habe im Forum provoziert. Ja, Evil Baum, das hast du. Aber wie gesagt, wir bitten dich darum natürlich, dich zu benehmen. Ansonsten müssen wir dich leider wieder ausschließen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Von da aus benimm dich einfach. Gut. Pika sagt Fußball. Okay, wir können auch eine Runde Fußball machen und danach machen wir eine Runde BW. Ne? Und oh, ist mein Todespop. SG wurde sich auch gewünscht, beziehungsweise wir machen erstmal eine Runde Fußball und dann eine Runde SG. Also das heißt, wir gehen mal zu Fußball hin. Genau, einfach in den Kompass reingucken, ne? Denn ganz rechts findet ihr das Fußballfeld und dann einfach einen Rechtsklick drauf machen und dann Join. Und bei Fußball ist es halt so, ihr müsst den Ball halt nicht schlagen, sondern da wo ihr hinguckt, fliegt der Ball halt auch hin und wenn ihr sprintet, fliegt der Ball am deutlichsten, wenn ihr sneakt, fliegt der Ball am langsamsten. Ja, und ansonsten so der ganze Spielerklärung sozusagen. Wow, wow, wow. So, und ich weiß nicht, Prime, soll ich ins Tor oder möchtest du? Also, weil du hinten warst, mir ist es egal. Ich kann auch gerne ins Tor gehen, wenn du möchtest. Musst du mir nur sagen. Beide ins Tor. Okay, dann gehe ich so ein bisschen Mittelfeldabwehr. Und lass mal die anderen beiden Schlawiner mal die Stürmer machen. Guck, guck. Guck, guck. Wie guck, guck. Litter? Hier ist einer. Die Ränge habe ich schon angerichtet. Okay, nice. Na, hast du das noch gescreenshottet, oder? Nee, ich mache das anders. ich habe quasi gesehen, Und weg damit. So. Quasi so gemacht, dass es diese Berufsbezeichnung gibt, weißt du, von Praktikant bis Ausbilder. Ah, okay. Jawohl. Ja, warum nicht? Wir müssen auch wieder mal Armor spielen. Mission. Müssen so viel mal spielen wieder, tatsächlich. Die Missionen haben damit Spaß gemacht. Okay. Ja, damit. Das stimmt. Aber das müssen wir den ganzen Kram. Ich weiß nicht, ob Sygnet das noch auf dem Rechner hat. Und wir beide haben es auf dem Rechner. Ach, du auch, ja? Vor ja. allen Dingen, wo wir einmal die Missionen hatten. Und bei einem war das Haus nicht da. Und bei den anderen schon. Das war so nützlich. Ja, das war ein ganz stranger Bug, muss ich sagen. Hat schon Haus gefehlt. So, das ist Prime, wir können uns doch gerne abwechseln, wenn du willst, wenn es dir zu langweilig im Tor wird oder so. Ja, am besten war es. Ja, Shellshock. Dann kann ich reingehen. Oh, sorry, erzählt mal ruhig. Nee, erstmal du. Nee, ansonsten Prime, Shellshock. Ich werde es probieren, die Woche auf jeden Fall hinzukriegen. Na, wie gesagt, gestern war ein bisschen grande Chaos. Da, wie gesagt, dass ich für Arbeit noch was machen musste, war ein bisschen dumm. So, aber Arbeit geht natürlich da halt auch vor. Na, ich bin ja natürlich noch voll berufstätig. Wenn ich halt Vollzeit-Streamer oder YouTuber oder ähnliche Sachen halt wäre, dann wäre es was anderes. Was auch noch? Nee, oh Gott, die beste Szene überhaupt, die wir jemals gehabt haben auf dem Mod-Server,
Das war, als ich aus Versehen wieder diese scheiß G-Taste gedrückt habe, die Granate explodiert. Wo es alles auseinandergefetzt ist und er so. Quasi gesehen, so getan hätte, als wüsstest du nicht mehr, wer du bist, also, als wir dich wiederbelebt haben. Yeah. Ich fand die dümmste Aktion von mir da, wo ich Seta angeschossen habe, weil ich gedacht habe, der Killer hat ihn auf die Schulter genommen. Und ich sag noch, nein, bitte nicht schießen, weißt du, und er schießt auf mich. Ich hab gedacht, er hat dich auf den Schulter. Ich bin der Dritte. Ja, es gab so viele lustige Situationen tatsächlich. Der arme Seta, ey, und dann war er tot. Echt? Boah, das müssen wir unbedingt mal wieder einrichten. Ich fand das auch immer mega geil. Wir brauchen nur wieder Leute, die natürlich dann mit. Oh Gott. King Twice! Gutes Tor. Ich bin da mit dem Auto wegfahren. Ich hatte Panik und dann wusste ich nicht mehr, wo ich bin und. Dann wurde sie schwanger, ne? Und dann war ich tot. Warte, wer wurde schwanger? So, bitte nicht unter der Woche. Okay, ich werd's. Vielleicht am Sonntag oder so halt, weil Samstag ist ja immer Devil's Castle. Freitag muss ich mal gucken. Ich werd's probieren. Ich habe jetzt noch den Rang Rentner eingeführt. Oh Gott. Da musst du 500 Millionen Cash haben. Oh yeah. Also, wow. Nein! Gott, bei mir ist im Hintergrund wieder Action. Sorry dafür. Man hört es wahrscheinlich. Ich muss mal weg. Nein. Ja, ich habe immer ganz gern beim Streamen das Fenster offen. Na, ob ich Rentner werde, das weiß ich noch nicht tatsächlich. Nein! Verdammt. Verdammt, es steht 1-1. Holy shit. Wow, da sage ich gerade noch nicht 2. Prime, was los? Ja, Devil, ja. So, jetzt muss ich aber mal was gucken. Jetzt kann ich auch meinen Rechtschreibfehler im Pickup Achievement machen. So, we love to death, oh yeah. Genau, Prime, wir sollten glaube ich nicht so viel schreiben. Beziehungsweise in dem Fall du. Mehr schreiben. Nein, weiß er, wie ich das meine. Ich glaube, ansonsten kassieren wir so viele Tore. Erst arbeiten, dann schreiben. Ich muss ja dann ja auch noch den Bot halt auch zum Moderator machen, ne? Na gut, das ist ja easy. Wow, 4-1. Holy shit. Genau, und hier geht's bis 10, liebe Leute. Und wir erinnern nochmal, das soll jetzt nicht als Schleichwerbung gedacht sein, aber wenn ihr gerne beim 2v2 Fußballturnier im November mitmachen wollt, dann meldet euch einfach im Forum an mit eurem Teamnamen und euren Teamkollegen. Genau. Genau, einen Trailer dazu gibt es natürlich auf YouTube oder allgemein der ganze Beitrag steht natürlich im Forum. Am 10.11. ist das, also es ist ein Freitag um 16 Uhr, haben wir wieder ein 2v2 Turnier Fußball. Und da wird natürlich auch gestreamt halt und ein bisschen Action gemacht halt. Und ich bin mal gespannt. Oh yeah. So, wo ist Xtanik? Will ihm Hallo sagen. Er ist hier im Teamspeak. Lieber Evilbaum. Ja, aber wie gesagt, ne? Hab dich im Auge. Achso, ja. Wenn ich müsste ihm mal schreiben, ich glaube, ihr hört uns nicht, weil Joel hat gerade gesagt, er ist nicht in Teamspeak. Genau, ansonsten kommt gerne auch ein Teamspeak vorbei, wenn ihr reden wollt. Natürlich macht einen Punkt vor eurem Namen. Oh. Moment, da hab ich was. Oh nein, Prime, ansonsten sag ich, geh ins Tor. Ne? So, ja, das ist ja auch was anderes, Prime. Wie gesagt, ich bin ja kein Vollzeit-YouTuber und sowas halt, weißt du, was ich meine? Aber ich weiß auch, warum er mich nicht gesehen hat. Wo ist der Ball? Da, komm, damit. Und wie gesagt, mit 2 Millionen Abos oder so halt, da wäre ich glaube ich auch ein bisschen überfordert. Warum? Ach, ich sollte schöne Grüße. Ich soll dir Danke sagen. Was, mir? Ja. Wieso? Von unserem neuen YouTuber. Okay, aus welchem Grund? Ich habe gar nichts gemacht. Weiß ich nicht. Moralische Unterstützung. Er hat gesagt, er hat mit dir geredet und danke. Also richtig auch. Na, ich hatte nur geschrieben gehabt halt mit ihm irgendwie. Und hatte geschrieben, dass dafür kein Problem. Verdammt, ey. So, Senna ist die Beste im Tor. Ja, in dem Fall die, aber Brati ist der Beste im Tor. Man muss sich echt hier auf die Tribünen hinsetzen.
Aber mittlerweile gibt es schon viele gute Torwerte bei uns. Ich bin mal gespannt, wen wir dieses Mal wählen können, wieder zum besten Torwart oder zum besten Spieler. Oder Stürmer oder Abwehrspieler natürlich halt auch. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe ja gesehen, das ein oder andere Team ist ja natürlich schon am Start. Ich mit Justin. Genau. Ich. Da muss ich halt noch einen Command für einrichten. Aha. Okay. Ups, sorry. Ich hab flach geschossen. Ich dödle alle. GLP meinte er gerade. Lieber Brati. So, jetzt will ich aber auch mal ein Tor hier. Ich würde jetzt auch gerade wieder Top-Power durchwechseln. Ja, mach mal. Tschüss, Kille PvP. So, dann. Hallo, Senna. Hi. So, hallo, Senna. Guten Morgen. Na, alles gut? Ja. Den Umständen entsprechend, ne? Warum? Achso, nee, gestern gab es ja keine Pizza. Ich wollte gerade sagen, war die Pizza nicht gut? Ist so ein Standardsatz, glaube ich, den Umständen entsprechend. Nee, das sage ich zuerst mal. Tja. Ja, sorry, Duell. So, Hashtag Siegel oder Jason, ja, das war auch eine Sache. Ja, wie gesagt, Prime, das bei YouTube, dass das in 15 Minuten aufgeteilt hat, weiß nicht, warum das beim Twitch-Export diesmal so gemacht hat. Es kommt aber da jeden Tag jetzt eine Folge halt von Friday-Stream halt noch. So. Naja, so hast du jeden Tag jetzt eine Folge. Ist doch gut. Das kommt so oder so jeden Tag, also bis 20. oder so, ist glaube ich schon jeden Tag zwei Videos oder so. Die dort kommen. Juhu, es funktioniert. Yay. Ja, gewusst wie, ne? Und das Ganze müssen wir Loki auch nochmal erklären, übrigens, by the way. Ach, das mit dem... Mit dem Bot, ja. Ja. Also den Stream-Bot. Ja, aber ich kann wieder Song-Requests machen. Das wollten wir schon so lange machen, ne? Nie dazu gekommen. Ne, ich hatte mal, mit ihr geschrieben halt tatsächlich, aber die hatte auch wenig Zeit momentan gehabt. Die hatte ja meistens so am Wochenende halt Zeit. Ne, und da müssen wir mal gucken. Ich kann auch mal wieder streamen, muss mal wieder anschreiben. Ja. Wie gesagt, ich habe ihr gesagt, sie ist immer herzlich eingeladen. Ne, und ich muss jetzt oder so mit ihr noch auf jeden Fall so eine Runde PlayerUnknown's Battleground machen. Wir beiden kacken Noobs. Beziehungsweise, wer sich damit anschließen will, kann natürlich gerne mitmachen. Patrick. Ja. Wir endlich mal hier. Ich mag das Spiel nicht. Du hast mir das sogar gekauft. Echt? Ja. Super. Gut. So, und Brati schreibt, viele Männer suchen eine Frau mit Geld, aber die meisten suchen Geld mit Frau. Was? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. So, Schnitzel, du schaust den Stream. Wie gesagt, schön, dass du da bist, mein Guter. Genau, du bist wahrscheinlich Dennis MC oder wie heißt du genau im Stream? Nein, unser Tor. Oder ist King Twice derjenige? Oh mein Gott, ich habe ein Tor geschossen. Goddammit, 9-2. Unser Team wird jetzt hier aber auch ordentlich gerade wegrasiert. Nein! Doch. Warum ist keiner am Tor bei uns? Die haben Senna! Ja, eigentlich sollten wir verlieren, aber okay. Was, wieso? Ja, weil die mich haben. Ach, Quatsch. Skelett, geh weg! Ich glaube, Rot ist auch gerade hart in der Überzahl, so wie es gerade aussieht. Damn! Nein! Boah, verdammt! Oh. Du. Angriff! Mann! AFK-Keeper ist da, was? Oh, verdammt! So, die haben sie da voll unfair, was? Wir liegen ja 9-2 zurück! Oh, verdammt! 10-2, GG! Ne? Genau, jetzt haben wir gesagt, machen wir eine Runde SG, weil es sich auch im Stream natürlich gewünscht wurde. Das heißt, wir werden flott zu SG rübergehen. Zack.
Ansonsten, Brati, du kannst ja gerne nochmal erklären. Viele Männer suchen eine Frau mit Geld, aber die meisten suchen Geld mit Frau. Oder mit einer Frau, meinst du? Oder? Hä? Weil der Satz ist irgendwie nicht ganz richtig, deswegen fragte ich mich gerade. Gut. Ich bin mal gespannt. Ich wähle mal, welche Map wähle ich denn mal? Achso, genau. Die einzige Map, die wir natürlich nicht selber gebaut haben, ist natürlich die SG4-Map. Ansonsten sind alle von uns selber gebaut. Ich nehme mal... Nehmen wir mal die. Genau deswegen ist SG4. Nee, nimm Breakdown. So, Oliver126TV ist natürlich auch wieder am Start. Beziehungsweise OliverTV, ich glaube, du warst auch im Streamer mit dabei, ne? Hallo, wie gesagt, schön, dass du da bist wieder, mein Guter. So, Lukaslein im Stream. Okay, alles klar, Schnitzel. So, Delmos, was hast du mit Pika gemacht? Er weint. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe vorhin, wollte ich ihn noch trösten. Genau, viel Glück natürlich. Hey, die Map ist voll cool. Es geht ab PvP. Was, Breakdown? Ja. Ich finde die auch cool. Los geht's. Ich habe aber auch immer ein Pech. Das muss ich auch alles auf Deutsch übersetzen. Oh. Das tut mir jetzt irgendwie schon ein bisschen leid. Du wirst geringfügig ein bisschen Spaß haben. Prime, geh bitte weg. Ich hab dir nichts getan. Was? Bei mir werden gewisse Sachen anders heißen. Ja, das ist ja klar. Zum Beispiel nee, Ausrufezeichen Kampf, wird bei mir Ausrufezeichen Schlacht heißen. Boah, Alter. Epische Schlacht, weißt du? Ich hab's halt, was, ne, ich hab die kürzeste gemalt, was sozusagen. Oh Gott. Ich sehe schon was mir wieder nicht gefällt. Mich? Oh. Melonen. Da vorne sind Männchen, da willst du vielleicht zu denen? Nee. Ehrlich gesagt, nein. Verdammt. Oh Gott. Ah! Da sind sie auch schon. Hätte ich mal. Oh, verdammt! Goddammit! Nein, Pika! Ah! Das war nicht voll. Oh, da ist er. Oh, verdammt! Goddammit, GG. So, warte mal, wen gucken wir denn dafür jetzt mal zu? Und zwar, wir gucken mal zu dem Schnitzel. Genau, ansonsten macht ohne Teams auf jeden Fall Leute. Ne, das wäre ganz nett. Das KOTH-Update hoch mit den Achievements. Was? Nach langer Zeit mal wieder, ja. Ich soll dich was fragen. Dann frag mich was. Und GM-Creeping, ist das nicht jetzt? Ach ja. Wir sind gleich wieder da. So, ein Poichi Red. Oh Gott. Poichis Red Xer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall, lieber Poichis, hallo an dich. Ich kürze mal deinen Namen ein bisschen ab, wenn es okay ist für dich. Schön, dass du da bist. So. So, ein Deathmatch beginnt natürlich immer ab 4 Spielern noch. Das heißt, in einer Minute geht das Deathmatch auch los. Oh mein Gott! Was? Alter! Ich hab, oh mein Gott! Hat er dich erschreckt, oder was? Ach, ein bisschen. Das kam unerwartet. Was lachst du so, Pat? Oh Gott, was ich da jetzt alles reinschreibe. Also, ich war das ja richtig, ja. Weil du hast ja das, wenn ich Ausrufezeichen Kampf mache und den Spieler und das aber nicht macht, dann kriegst du ja eine Meldung, ja, er hat die Ausrufe nicht angenommen, ne? So. Mhm. Und ich habe es quasi als Meldung geschrieben, wer scheint wohl eine Pussy zu sein. Ja, warum nicht, ne? Wow, 2 Spiele sind noch übrig. So, da wurden sie auch schon teleportiert. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das mittlere Maus halt klickt, könnt ihr euch auch zu den Spielern teleportieren im Spectator-Modus. So, Duell gegen Keks. Natürlich hier unsere 2 guten PvP auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wer das Rennen hier machen wird. Und da hat Keks gewonnen. GG.
Ansonsten lieber Poischis, ne, oder Poischi, ne, Poischi, ich weiß nicht, was ist der Richtige, aber wie gesagt, wenn du mitmachen willst, einfach Ausrufezeichen IP oder Ausrufezeichen TS in den Twitch-Chat eingeben. So, du musst die Twitch-Chat-Szene verabschieden. Ach, verschieben. Ach so, ja, das ist ein bisschen überlappend noch, habe ich tatsächlich gesehen, ne. Mach ich noch. Aber danke dafür, ne. Gut. Ansonsten fragen, ach, was haben wir gesagt? BW oder was wollten wir jetzt machen? Genau, wir fragen mal im Chat, was wollt ihr machen? Was wollt ihr zocken? Dieses Pling, 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 Pling nervt nur ein bisschen. Ach, Poichis ja. Reducer, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich den Namen. Warte, sollte mal sein Pling, Pling, Pling ausmachen. Ah. Brati. Genau, Brati. Ich bin leider der Capture the Flag. Brati. Genau wie Prime. Echt? Ja. Ich bin auf Computer, da kann ich mal gut Laser-Tag BW, BW wird reingeschrieben. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr zum Beispiel für Lasertag bei uns halt das Resource Pack halt bekommt. Und zwar müsst ihr einmal ganz kurz vom Server halt runtergehen. Nicht wundern, bei mir dauert es keinen Blick, weil das Resource Pack kurz sich entlädt. Es gibt, also, bevor ihr auf den Server halt kommt, müsst ihr einfach einmal auf den Server klicken, dann unten links auf Edit gehen. Dann seht ihr hier zum Beispiel Server Resource Packs Enabled. Das müsst ihr halt auf Enabled haben, nicht auf Disabled, nicht auf Prompt, sondern auf Enabled. Dann klickt ihr auf Done, kommt auf den Server rauf. Und... Hallo. Welche Lobby? Wir gehen in, LT5. Genau, LT5 gehen wir rein. Ja, weil dann wegen dem Pad ab, ne, so, So, dann geht ihr einfach einmal rauf und danach machen wir auf jeden Fall auch noch eine Runde Bed Wars und sowas halt. Bed Wars wird ja eh sich immer am meisten gewünscht, ne. Oh, yeah. Genau. So, da haben wir das Resource Pack auch schon drin. Das Resource Pack erkennt ihr daran, dass unten die, also warte mal, ich kann es hier kurz mal zeigen. Hier unten sieht man es im Overlay, ja. Im Overlay sieht man es gerade nicht. Was hast du? Ich habe auch gerade ein Achievement bekommen. Ja. Fährst los. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. So, ich halte den Counter mal kurz an von Lasertag, weil der ein oder andere natürlich noch immer ein bisschen länger halt braucht oder sowas. Pickup Speed, First Loose, geil. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen. Hat Pixel wieder ein Pixel-Fail gemacht? Hat Pixel mal wieder ein Pixel-Fail. Aber guck mal, das Design sieht noch nicht ganz gut aus. Ah, jetzt. Ne, ich hab's jetzt oder so gar nicht gesehen, tatsächlich. Okay, dann muss ich gehen. So, was muss man aktiviert haben? Oder was muss man machen? Bevor du auf den Server raufkommst, lieber Joel. Ne, im Serverbrowser, da steht ja unser Server halt, also meinetwegen, wo auch, keine Ahnung, Gomme oder Hypixel oder je nachdem, was du halt drin hast, halt steht, da klickst du einmal auf unseren Server halt drauf, dann ist unten links ein Button bei dir, der müsste Edit oder Bearbeiten halt teilen, ich weiß nicht, auf Deutsch oder Englisch, müsste, glaube ich, auf Englisch genauso dastehen, und dann siehst du dort halt unten so einen Button halt mit Server Resource Packs, da musst du es halt auf aktiviert, auf, also ich weiß nicht, ob wir nur auf Deutsch oder, ne, also, wirst du ja schon verstehen, denke ich mal. Gut, ich warte noch ganz kurz, bis Joel wieder da ist und dann, genau, die Melone ist natürlich auch am Start. Hallo an dich. Und der, oh Gott, LB, HD, hallo natürlich auch an dich, mein Guter. Ne? Ihr habt beide gleichen Skins, sehe ich gerade tatsächlich. Oder ähnliche Skins, nicht gleich, aber... Jo, einmal in Orange und einmal in Gelb. Ich weiß, oh yeah. Fehler. Pixel weiß den Fehler. Seht, da dreh ich mal um. Ah, nein. Was hast du? Ein Hund. So, okay, alles klar. Dann lass ich den Countdown mal weiterlaufen, ne? So, bei Capture the Flag ist es halt so, wir werden gleich halt auch in die Arena halt gespawnt, in 4 verschiedenen Teams. Und dort befinden sich die Flaggen halt, die könnt ihr mit einem Rechtsklick halt klauen bei den anderen Teams in der Base halt und müsst die dann selber zu eurer Flagge in die Base halt bringen. Und wenn ihr abgeschossen werdet, während ihr eine Flagge halt habt, dauert es 15 Sekunden, bis die Flagge wieder am alten Ort sozusagen respawnt. Ihr könnt die sonst aber noch während der Zeit von der gleichen Stelle, wo ihr getötet worden seid, auch wieder klauen sozusagen. So, ich bin im roten Team. 3, 2, 1, los. So, ich werde wieder ein bisschen deffen. Ich will den Super Sniper-Ding haben. Ja. Ja, das einzige Achievement, was mir tatsächlich noch fehlt, ist halt, das Master of Disaster. Ansonsten habe ich schon alle mittlerweile. Genau, und wenn ihr natürlich Ideen habt oder was halt für Achievements oder ähnliche Sachen, Spielverbesserungen oder sowas halt, dann immer gerne im Forum halt auch posten natürlich unter Ideen und Verbesserungsvorschläge und schreibt am besten halt davor, für welches Plugin natürlich, Lasertag oder sowas halt, dann können wir damit auch arbeiten. So, und hier seht ihr zum Beispiel halt, wenn man das Resource Pack halt drin hat,
Haben wir die Flagge auch schon hier umtexturiert halt, also als Flagge selber. Ich wundere, die Waffe wird hier auch noch umtexturiert und wenn ihr zum Beispiel einen Linkstick macht, kommt da auch noch später ein Sniper-Visier halt rein. Ne, bisher nutze ich es halt noch mit Optifine, da kann ich halt auch ein bisschen snipen. Und ansonsten jeder, glaube ich, hat fast Optifine installiert, also von da aus. Verdammt! Ein Gelber kommt jetzt bei uns, Achtung. Von der Treppe. Pixel? Ja. Jonas ist da. Oh, gut. Sorry. Alter Keks, der macht die alle nacheinander weg, oder was? Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Durchwechseln, bevor das Subgame-Creep anfängt. So, und alle neuen Follower bitte einmal was in den Chat schreiben, dann gehe ich auch gerne auf die Follows ein. Und dann Hallo Keks. Moin. Na, willkommen zurück, mein Guter. Ja, was geht? Hey Jungs, was ist hier los? Du, 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 also grün, ich hab mal eine Flagge besorgt, ne? Oh, nice! Typen, die stehen auf einer Base rum oder so, keine Ahnung. Jetzt wurde ich schon blau weggemacht. Oliver, Entschuldigung! So, warum zum Beispiel, es geht mir mit Todes nicht schreiben, wegen Ghosting, lieber Oliver. Deswegen haben wir das deaktiviert. Ja, ich hab Super Sniper bekommen! Ja! Echt? Was? Nice. Wie hast du das denn angestellt? Ja, ich hab Brati weggemacht. Ich hab einfach irgendwo hingezielt und dann war Brati das. Und dann jetzt hab ich schon wieder Brati getroffen. Oh, Prime, hallo? Schnitzel, 44. Warum steht der nur auf Karum? Warum? Passiert. Oh, wir werden hier schon wieder belangt, sehe ich schon wieder. Ich hab Prime weggemacht. Prime weggemacht. Oh, eigentlich hätte ich dachte, die Granate trifft, verdammt. So, wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, einfach Ausrufezeichen IP oder Ausrufezeichen TS in den Twitch-Chat eingeben. Dann könnt ihr gerne auf den Server raufkommen. Wenn ihr als erstes auf dem Server landet, seid ihr bei uns auf der Lobby. Oh Gott, Gelb greift hart an hier. Also laut, was die TLF geschrieben hat, muss man einen 100 Meter Kill gemacht haben. Bei Master of Disaster. Ich glaube, die Master of Disaster über 100 Kills. So. In einer Runde, glaube ich. Oh, Keks greift hier natürlich wieder an. Keks hat jetzt gleich unsere Flagge, Leute. Eben. So, sehr gut. Und oben war noch eine eigene andere Flagge. Nein! Warum haben wir nur einen AFK im Team? Warum? Nein. Mir deft niemand von daher. Warum hast du ausgerechnet etwas, was ich nicht essen werde in meinem ganzen Leben? Fleisch. Achso, ich schnitzel. Oh Gott, LBHD. Da hat er unsere Flagge geklaut, der Schlawiner. Jawohl. Endlich mal was Gutes gemacht. Pure Wahrheit. Puh, holy shit. So, Flagge kehrt jetzt zurück, sehr gut. Sehr nice. Oha, Junge, der hat 70 Meter Kill gemacht. Und wir haben auch schon eine Flagge, sehr nice. Nee, das werden wir ändern. Hä? Dudes. Nein, Mann! Nichts kaputt machen, Pat! Mann! Ja, das Spiel ist immer sehr, sehr aufreizend, muss ich sagen. Da kommen sie schon wieder, die gelben Schlawiner. Kommt so ein Keks, Alter. Geht mich nicht abschießen! Ah, nee. Gelb kommt. Geld kommt und geht. Genau. Schnitzel ist wieder da. Leider geht das viel mehr, als wie es kommt. Ja, das ist wohl da. Es kommt nur ein einziges Mal im Monat und dann geht das eigentlich nur noch weg. Deswegen, ja. Kommt schon wieder ein blauer Schlawiner, will uns hier angreifen. Rot ist da, Leute, rot. Oh Gott. Ich hab mich jetzt weggemacht. Oh Gott, blau ist bei uns.
Rot-Blau. Blau kommt jetzt gerade auch zu uns. Obwohl doch nicht. Oh, Mann. Oh, oh, da hat jemand mit Rapid Fire unterstützt. Nice. So. So, man muss einen Rechtsklick halt auf die Flagge halt machen. Ne? Oh, Keks. Oh, die bekommt ihr nicht, sorry. Ja. Oh? Nee, du hast nicht geführt. Oh nee. Geh mich jetzt schon mal verbuddeln, nein, Spaß. Nein, Quatsch. Erstmal die Sonne weggemacht. Holy shit. Hallo. So. Hey. Hier los. Wow. Wow, wie gerade auch alle zu uns gerade kommen. Holy shit. Na wohl, Dings grün habe ich noch nicht gesehen. Junge, die gehen doch auf zu uns. Warum? So, aber rotes Team, ihr macht das sehr, sehr gut, Leute. Wir müssen mehr, eine Flagge mehr haben als rot. Kommt hier nicht. Doch. Ich hab's eben auch schon geschafft. Ah. Wow. Da hat jemand. Schild. Rapid Fire. Und Schild. Und das auch noch. Und Schild auch noch. Und nochmal Rapid Fire. Holy shit. So, gelb kommt jetzt gerade hart angreifen, Leute. Oh Gott. Grün beschützt mich! Ah! Hast du schon wieder eine Flagge geklaut? Grün schützen sofort! Mich juckt jetzt gar nicht mehr die Flaggen. Ich gehe jetzt nur auf Kills. Kein Bock mehr. Das ist aber das ist nicht der Sinn von Capture the Flag. Genau. Egal. Puh. Meine Mates können das machen. Egal, ist 88. Okay. Was? Cool. Ah, das ist so ein Spruch. Also, haha. Mir egal. Nein! God damn it. Mann, so wenig Kills hab ich nur. Wie viel hast du denn? 56. Ja, so wenig. Ich hab nur 9. Ich hab 19 mittlerweile. Ja, weil ich aber auch nur auf Flaggen aus bin und nicht auf Kills. Na, ich bin am Deffen halt, also daher kriege ich auch ein paar mehr, glücklicherweise. Wow, alter Keks, alter, deine Hits sind auch immer krass. Eieiei. Junge. Oh, da hat auch noch ein Schild, weißt du, der Schlawiner? Ja, vielleicht auch noch Webfire, wenn ihr wollt. Verdammt. Soll ich noch gönnen? Dann hab ich nichts mehr. Oh. Oh, Mann. Sehr gut. Und den GRNN kenne ich auch noch nicht. Wie gesagt, Rhythm? Nein, ich hoffe, Gott, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Wie gesagt, aber schön, dass du auch da bist. Blau ist hier. Glaube ich jetzt mal gar nicht. Oh! Goddammit. Ja. Der Keks wieder. Der Killer-Keks. 70 Kills wenigstens. Echt? Du darfst keine 100 bekommen. Nee, bekomme ich auch nicht. Gelb kommt. Hat er noch nicht? Ey, nee, na, ich hab keine. Ich hab, glaube ich, keine 70 Kills. Nein, 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 nein. Hätte klappen können. Obwohl. Goddammit. Holy shit. Ich glaube, ich muss gleich mal Fenster zumachen. Bei mir ist hier immer Action im Hintergrund. Keine Ahnung, was hier heute los ist. Oh, Brati ist ein Gold. Was, Brati? Nein! Boah, grün hat 3 Flaggen, Alter, holy shit. Aber ja, rotes Team, ihr habt's gut gemacht. Keks, 69 Kills. Und die höchste Killstreak natürlich. Du alter Schlawiner. Mann, da soll man auch Punkte bekommen. Oh, und ich steig immer weiter ab. Also, wo wir eigentlich durch mich gewonnen haben. Ja. Muss ich mal anmerken, ja? Nur durch mich, ja? Ich hab die Flaggen geholt. Oh yeah. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid. Ne, schön, dass ihr mitmacht. Und ich würde sagen, was machen wir als nächstes? BW haben wir gesagt. Dann gehen wir mal in BW-Event rein. Ne? Nee, doch dieser BW-Event. Oh, nee. Nee, nee. Kein Bock.
Genau, dafür machen wir mal Rundrufe. Und zwar einmal in den Kompass halt reingucken, dann auf Bedwars und dann unten in der Mitte befindet sich die Arena. Und dann welche Lobby? Event. Nicht mehr als 16. Event, oh yeah. Kommt sofort das Pad ab, Moment. Und ich wundere, die Teamauswahlen haben wir für die Streams halt noch deaktiviert oder zugebaut halt. Deswegen könnt ihr die Punkte bei CTF noch ein wenig reduzieren. Ja, Brati, natürlich. Wir müssen sowieso uns da nochmal was überlegen. Dass zum Beispiel das zweitplatzierte Team sogar so weniger Punkte vielleicht abgezogen bekommt oder so ist halt, aber da müssen wir mit Micha nochmal drüber reden. Ansonsten, Brati, wenn du genauere Ideen hast, so was halt, wie genau das halt sein soll oder so, schreib das mal Micha im Forum halt, ne? Und dann, wird er sich da bestimmt drum kümmern. Mein Beitrag. Danke fürs Anwispern. Ja. Und null Kommentare, okay? So. Da die Verliererwahrscheinlichkeit höher ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall, Barty, genau. Ja, weil ich steige natürlich damit auch sehr, sehr, sehr viel immer ab halt. Obwohl wir jetzt eigentlich gerade das zweitbeste Team waren. So, auf jeden Fall werden das keine 16 mehr kommen. Und vielleicht, dass man für Kills oder so noch ein paar Punkte immer extra kriegt. Ja, genau, ja, schön, dass ihr da seid. So, wie lange geht das Stream noch, lieber Oliver, bis zum Ende? Nein, also ich denke mal, roundabout, wir sind seit anderthalb Stunden gerade mal am Start. Also, das heißt, also ich denke mal, noch anderthalb Stunden roundabout werden wir noch machen. So, und los geht's. Medieval wurde gewählt. Okay. Genau, und ich hatte die Wette von vorhin nicht aufgelöst, soweit ich mich noch dran erinnere. Und zwar, es hat aber auch keiner gewettet, deswegen werde ich es nochmal starten. Und zwar die 0 ist, dass mein Team gewinnt und die 1 ist, dass mein Team verliert. Maximaler Satz ist 5000 von eurem Cash. Und ihr sammelt natürlich bei mir im Stream halt Cash. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Cash ihr habt, einfach Ausrufezeichen Cash machen. Erklärt sich eigentlich von selbst. Ansonsten unten in der Streambeschreibung auch gerne mal vorbeischauen, da stehen auch alle wichtigen Informationen halt drin. Und schön, dass mal einer sagt, dass das Spiel schon losgeht, weil ich spamme die ganze Zeit die Pop-Ups. Ach so. Ja, sorry. Ja, das kommt halt davon, wenn man selber nicht mitspielt, weißt du? Nein. Das wollte ich ihn ärgern. Genau, Ausrufezeichen Cash müsst ihr geht nur im Twitch-Stream, lieber Oliver. So, und lieber Gappy, natürlich, Gappy93, moin moin, auch an dich, mein Guter, schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen. Verdammt, ich habe keine Blöcke mehr, aber ist egal. Ich muss eh in den Tod stürzen. So, genau, Ausrufezeichen IP, da findest du unsere Server-IP. Wenn du das erste Mal auf dem Server bist, dann landest du bei uns auf der Lobby. Dann einfach in den Kompass halt reingucken und dort auf den Arcade-Minigame-Server kommen. Und dann machen wir immer so Rundruf, wie du gerade gesehen hast, bei uns im Bildschirm natürlich halt. Da wir bisher noch nicht nötig empfunden haben, ein Party-System zu programmieren. Also wir programmieren die Plugins halt bei uns selber. Alle Minigames sind bei uns selber programmiert. Und 80% der Server-Plugins allgemein auch. Verdammt, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht die holen. Goddammit. Egal, ist nicht so schlimm. Das ist natürlich hier auch gefährlich. Oh, ein Keks ist im blauen Team der Schlawine. Oh, ja. Da ist er auch ganz still. Oh Gott, es kommt schon ein blauer da irgendwo. Der will sich hier rein durchschleichen wieder in der Schlawine. Aufs Mull. Ich weiß nicht, waren da mehr. Es ist, glaube ich, noch einer am Stüssel gewesen, ne? Kann das sein? Nein. Wenn nicht. Sehr gut, Senna, sehr gut. Holy shit. Ah, die Schlawiner haben sich wieder hier rübergesteckt. Aha. Ja. Okay. So. Prime. Es kommt übrigens gerade noch oben ein roter. Ein blauer. Wo ist das Tagship? Das war super. Also, ja. So. Ich habe gerade gedacht, Achtung, Senna. Ah, und ist auch schon wieder.
Boah, der Keks, Alter. Oh shit. 15 heute. Nicht was. Wie sie die ganze Zeit rushen wieder, die Schlawiner. Ja. Das ist der Spielmodus. Rush BW oder was? Ja. Am Ende halt immer L schreiben, weißt du, was L heißt? Erzähl mal. User oder Low. Ach so. Na, nee, alles gut. Es gibt ja verschiedene Taktiken, die soll man natürlich auch durchsetzen, halt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oh Gott, verdammt! So, Physics, ihr habt jetzt einen ordentlichen Ping da, was? Holy shit, ey, wie sie die ganze Zeit damit ankommen. Alter, Brati! Goddammit! Du hast mich jetzt erschreckt, Alter. Danke dafür, Brati. Hier. Data, du bist ganz böse. Was, wieso? Ja, du hast Annette Joel geschlagen. Was? Tut mir leid, Joel. Leicht weg. Muss ja auch mal sein. Nee, nee. Oh, sehr nice, sehr nice. Melone, ja, oder? Sehr, sehr geil. Ja, oder? Aber ansonsten, Melone, ich geb dir gleich mal was. Kannst du vielleicht dann noch was von holen? Oh Gott, das kommt schon wieder. Oh Mann. Aber ihr kriegt den, glaube ich. So genau, da seht ihr nämlich auch die Stundenzahlen immer. Huch, Moment, das ist jetzt zweimal. Ach, okay, alles klar. Brati. Diese Eisenblöcke. Guck mal, dieser LBHD hat auch auf seinem Skanell stehen. Oh. Entschuldigung, Oliver. Oh, guck mal, da sind schon die Schlawiner. Verdammt, es sind mehrere oben Leute bei uns. Echt? Ja. Echt. Okay, dann supporte ich auch mal. Oh, ich glaube, wir sind am Arsch. Echt? Ja. Gut. Aha. Das glaube ich. Come on. Blau. Blue. Red. Ihr müsst hoch, Leute. Red is bad. Sind die schon durch oder was? Nee, ich glaube noch nicht. Sehr gut, Leute, sehr gut. Nee, nicht sehr gut. Da sind die jetzt durch. Puh, sehr gut. Sehr gut, Team. Nicht so gut, also wirklich. Nicht so nice. Da kommen immer mehr! Puh. Da ist noch einer bei uns! Verdammt! Ja, stimmt. Alter, wie sie die ganze Zeit hier angerusht kommen. Holy shit. Dann ist unser Bett weg. Ah, ist ein Weh. Der Abbau-Sound. Die ganzen Rusher wieder am Start. Ja, Junge. Ich dachte, ihr habt das Bett. So ein Pet, kannst du mir auch ruhig sagen. Ich muss mal gleich gucken, weil nebenbei ist gerade schwierig. Nee, ich dachte, dass man das wieder so ein paar Idioten hat. Achso, ja, dann weißt du ja. Heidi ho. Und ich hatte nur geschrieben, was die geschrieben und gesagt haben. Achso, alles klar. Ich hab mir gerade was zu essen geholt, ne? Ja. Meine Mutter hatte mir gestern Wiener Würstchen und Kartoffelsalat geholt. Okay. Das sind die größten Wiener Würstchen, die ich je gesehen habe. Echt? Die sind locker 20 cm lang. Was, Trill? Wie hast du das denn gemacht? Super.
Könnt ihr jetzt was sagen, aber ich hasse es besser. Panik, ich wusste, dass das kommt. Okay, der Frau. GG. Den hast du nicht aufkapiert. Was? Nee, ich hab gerade ehrlich gesagt gar nicht zugehört, weil ich gerade nebenbei noch zwei andere Sachen machen musste. Also mit den größten Dings habe ich schon mitgehört. Aber 20 Zentimeter, das gibt bestimmt noch größere, aber was lachst du so? Ach, die Typen waren einfach so spitze eben, deswegen. Ach so, ja. Du kennst das ja. So, wie gesagt, ansonsten schön, dass ihr alle da seid, ne? GG, ne, liebe Leute. Und ich guck mal, ob irgendwelche Wetten reingekommen sind. Nee, es hat keiner gewettet, deswegen werde ich das Ganze mal stoppen. So. Und wir fragen natürlich mal rum, was wollt ihr zocken? Was, Devil 20? 10 Meter? Was? Lieber Prime, was meinst du damit? So, und Oliver haut rein, oder was? Lieber Oliver, hau rein, schön, dass du da warst. So, okay, wenn keiner sich was wünscht, dann suchen wir uns selber was aus. Achso, IT. Wie wurde gesagt? Lasertag, aha. Ja, TDM. Wir müssen uns nochmal in Miscarated reingucken, ne? Da gab es einen riesen fetten Update. Ja, gab es schon mehrere Male, mehrere Gigabyte, tatsächlich. Boah, ich müssen so viel tatsächlich machen. Okay, gut, wir machen noch eine Runde Bedwars und dann gehen wir in Lasertag nochmal rein. Ja, das heißt, wir gehen nochmal in die BW Event Arena rein. Nee, BW 1 und das heißt, es sind online. Nein, alles gut. Wie gesagt, es kommen ja noch ein oder zwei. So. Oh yeah. Kann ich nämlich die Wette gleich nochmal starten. So, Bömmchen ist auch am Start. Hallo, schön, dass du da bist. So, 20 Zentimeter geht ja. Eine Bratwurst vom Stand auf dem Rennsteig ist ca. 30 bis 35 Zentimeter lang. Ja, es gibt tatsächlich auch auf irgendwelchen hier Weihnachtsmärkten oder sowas halt auch so Meter Bratwürste oder sowas zum Beispiel halt, ne? So, Wapiti ist auch am Start. Schön, dass du auch da bist. So, aber Pika Pika. All essen, ey. Meter Bratwurst, das ist halt das esse ich mit einem linken hohlen Zahn. Das ist gar nicht so viel eigentlich. Ja, eigentlich, dass ich Vegetarier bin, ne? Ja gut, das ist natürlich bei dir was anderes halt. Gibt's so, ich halt eigentlich gibt's hier eigentlich eine Meterwache? Was? Die Wurst? Nein, also nicht wie beim Teppich natürlich, da gibt's dann Stückpreise natürlich halt. Stück oder, keine Ahnung, also bei mir also gibt es ein bisschen Meter. Nur als Stück. Oder alt, oder du kaufst ja einfach so ein Paket, das sind so, weiß ja gar nicht, 7-8 Stück drin oder so, dann kostet dann einen Preis. Aber da wird es aber nach Kilopreis gebrochen. So, wann Talkpower-Wechsel ist, weiß ich nicht, weil die liebe Michelle auch wieder gegangen ist, ohne was zu sagen. Oder ist ausgetimt. Ja, dann mache ich das jetzt einfach mal, dann tausche ich das einfach mal aus. Danke an die liebe Sarah. So, genau. Sagen, Leute? Das wäre immer ganz cool, wenn die dann natürlich Bescheid sagen würden. So, nicht wundern, ich habe den Countdown einmal ganz kurz angehalten. Und wenn ihr natürlich mit uns... Danke übrigens für den Blitz, Alter, ja schon. Du Schlawiner. So, wenn ihr natürlich mitmachen wollt, kommt auch gerne in Teamspeak vorbei. Wenn ihr da mit uns reden wollt, macht einfach einen Punkt vor eurem Namen. Dann werden wir alle 10 bis 15 Minuten immer die Talkpower durchtauschen. Genau. Schnitzel und LBHD. An dem, deinen Namen muss ich mich noch gewöhnen. Ne? Also nicht Schnitzel, sondern LBHD. Ne? Wie gesagt, ja, schön, dass du da bist. So, dann bekommt einmal die Talkpower einmal die TOTF Weißwurst. Hallo. Weil wir gerade über Würste reden. Die gute Weiße. Ansonsten möchte keiner mehr Talkpower haben, außer Punkt, Punkt, Punkt. Danke fürs Anwesen. Sonst haben wir keinen mehr. Ja, alles gut. Ja, Physik, du bist immer noch krank, oder was? Ja. Also ich gehe jetzt die ganze Woche nicht zur Schule. Dann nochmal gute Besserung, wie immer natürlich. Danke. Okay, ich lasse den Counter jetzt weiter durchlaufen, ne? Mach das mal. Weiter geht's. Hoffentlich nicht mit Zeta im Team, bitte nicht. Was? Wieso? Keine Ahnung. Möchte einfach nicht. Es gibt einfach echt Leute, die wollen mit ihrem Team sein, ne? Kann ich nicht verstehen. Ja, die kennen mich noch nicht so lange. Nein. Ich lache ja auch gerne mal über mich selber, das wissen vielleicht viele Leute nicht, beziehungsweise im Stream halt, die meisten Leute wissen das da, aber die neuen Zuschauer vielleicht nicht. Also, ich nehme das immer nicht so übel, auch wenn ich verliere oder sowas halt, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich bin nicht der beste PvPer oder sowas halt, aber ich bin ein guter Teamspieler. Und, ja, zumindest versuche ich immer mein Team halt auf jeden Fall ordentlich zu helfen.
Letzte Runde hast du ja nicht so gut das Bett eingebaut, muss ich sagen. Naja, warum? Ja, das waren nur, keine Ahnung, 4 Endsteine und ein paar Kopfblöcke mehr nicht. Ja, naja, mehr Zeit hatte ich ja dafür nicht. Beziehungsweise ja. Blöcke an mir gefehlt. Ja, die kamen ja direkt alle an. Genau, die kamen ja schnell gerusht, deswegen. Ich war ja froh, dass mir die nette Melone noch ein bisschen Gold vorbeigebracht hatte. Eine Melone hat dir Gold gebracht? So, und Senna ist auch schon seit 1 Jahr, 3 Wochen und 23 Stunden am Start. Wie gesagt, danke Senna dafür natürlich auch. Gerne Melone. Soll ich jetzt kommen? Was? Soll ich Ausrufezeichen Check machen? Ja, mach mal. Na, warte, muss ich erst wieder öffnen. Aber Brati, genau, du Brati bist ja auch schon seit 1 Jahr 7 Monate. Meins hat's nicht erkannt, Mann. So, und Jaschnok ist seit 2 Jahren, 10 Monaten und 3 Wochen und 3 Tagen am Stissel. Wie gesagt, danke dafür natürlich auch. Genau, das sind, wie lange ihr schon gefollowt habt, das könnt ihr natürlich auch so nachgucken. So. Zum Glück 5 Monate länger als Bömmchen. Wie lange? Mann. Ja, bei mir. Und Pat auch 1 Jahr und 4 Monate und 2 Wochen. Oh yeah. Und 4 Tage, ne? Nicht vergessen. Ja, und 4 Tage, ja. Genau. Geht's doch mal bei mir, bitte? Hi. Standst du schon drin? Ich glaube noch nicht, ne? Ne, ich stand noch nicht drin. Ich hab's auch schon mehrmals gemacht. Ja, du musst ab und zu mal kurz warten, weil der Bot natürlich, wenn viele hintereinander den Befehl halt machen, gibt's immer ein 5-sekundiges Delay, damit das nicht gespammt wird. Ja. Oh, schon so. Eine Woche ist krass. Ein Monat, okay, eine Woche okay, und glaub, 23... Ich glaube, GRNNN ist nicht so legit beim Bauen. Ja, ansonsten einfach ein Ticket schreiben müsst ihr. Bau mal. So. Ja, natürlich gut, ne? So, und Senna ist auch im Start im Stream. Hat natürlich gute Skills, muss man sagen. Oh, danke Prime. Wenn du noch was zu essen hättest, das wäre noch super. Oh, der hat natürlich ja, super. Okay, ja, warte, guck ich mal nach. Hat super Skills. Der hat gerade komischerweise in der Luft gestanden. Also ja, wie gesagt, ich bin dran. Na, Physics, und ich würde dich bitten, natürlich, wenn du natürlich jemanden meldest oder so, ist das natürlich nicht im Stream zu sagen, weißt du? Das macht ja Sinn, verstehst du? Ja. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Schreib mir mal ein Ticket und wir kümmern uns schon darum, keine Sorge. Und allen neuen Followern bitte einmal was in den Chat schreiben. Da kommt schon volle Kuh. Roter. Oh, danke, Prime. Achtung, Team Blau. Achtung, Team Blau. Hallo, Michel. Oh, danke. So viel, oh Gott. Du kannst auch gerne noch ein bisschen was abhaben, Prime. Aber danke, Prime, immer fürs Ausrüsten. Denn Prime ist auch ein sehr, sehr guter Teamspieler. Aber er kann doch natürlich, er ist besser auch im PvP als wie ich zum Beispiel, deswegen. Weg mit dem. Bade mein Bronze-IQ. So, ein Pet schickt Senna ganz, ganz viel Liebe. Oh yeah. Dum. Hallo Pixel. Genau, willkommen zurück, Pixel. Und du brauchst mir nicht jedes Mal, du weißt ja, dass ich deine Rundrufe mache, du brauchst mir nicht jedes Mal zurückbispern. Hallo, ich fand das nett. Das wäre ganz nett. Du hast mit mir gesprochen, also habe ich geantwortet. Was? Ich habe gar nicht mit dir gesprochen. Doch, du hast gesagt, da unterm Ja, ja, siehst du. Ja, herrlich. Weil ich dich auch in der Whisperliste habe, habe ich gedacht, ja, ich kann doch mal antworten. Du Schlawiner, ey. Bitte, ich komme. Was? Nee, will ich nicht, Pika will ich nicht, danke. Bin nicht so gut damit. Du kannst eine EC kaufen, aber... Oh, wir haben Keks als Gegner. Oh. So, Ice for the win. Oh, Keks ist so Eis. Wer hat von euch einen Bogen, Sita? Ah, Atombombe. Warte ich dir nicht. Ja, Bömmchen, ich weiß schon. So, Jonas ist auch wieder zurück. Und allen neuen Follower bitte einmal was in den Chat schreiben, dann gehe ich gerne auf eure Follows ein. So, und bei mir in den Chat zu schreiben, braucht ihr auch eine bestätigte E-Mail-Adresse, nicht wundern.
Das ist aber vollkommen normal. So. Lasagne. Oh, Lasagne. Okay. Oh, Lasagne. Inti, Lasagne. Oh, das ist echt nervig. Schweinelasagne. Nein. Nein, frisch vom Pferd. Ah, hast du noch mehr? Danke, Physik. Für was, danke? Nur das, was du geschrieben hast. Genau, da sind natürlich die ganzen Standzuschauer darauf hingewiesen, wenn ihr das seht, natürlich, dann wäre ja ganz cool, wenn ihr das immer machen würdet. So, oh, alles klar. Holy shit, Pickrate. Okay. Aber nur die Standzuschauer. So, was holen wir denn da mal? Holy shit! Melone! Rüstet euch auch damit aus, Leute. Keks hier, warte mal. Erstmal. Erledigt. Na, Keks ist ein sehr, sehr guter Spieler bei uns, deswegen nicht wundern. Sehr, sehr guter. Ein sehr, sehr guter, ja. Ich bin auch ein sehr, sehr guter Spieler. Was? Nein. Verdammt. Oder etwa nicht. Ja, doch. Bist du. Kann man schon sagen. Ich weiß gar nicht, welcher Rang bist du denn gerade? Also beziehungsweise welches Ranking? Ich bin BB Stats. Nun kannst du einfach nur in den Chat schreiben. 26. Oh, das ist gut. Joelle 17. Oh, mein. War mal besser, muss man sagen. Ja, gut. Wie gesagt. Hey, was? Steve ist vor mir, das geht nicht. Holy shit, Pick Raid. Alter Falter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss weg. Hallo, Buddy. Ja, Schluck habe ich vorhin schon. Hallo, Hafradu. Was geht ab? So. Atombombe verkennt sich da auch ganz schön hier. Was macht er nicht? Da, vor unser Base mit dem Bogen. Das geht nicht. Sehr gut, Bäumchen. Ja, schlecht, Bäumchen. Aber zu uns in die Base kommst du eh nicht. Also. Darf ich dich kurz entführen? Ja. Aber sehr freundlich. Aber ich bring dich nie wieder zurück. Pix entführt Leute. Okay. Neueste News. Genau. Pix entführt. Ich baue mir jetzt mal eine. Eisen. Melone ist auf der rechten Seite. Also direkt gegenüber von der Bronze halt auf der Seite. Ne? Doch alles ausgeschildert. Genau. Ansonsten sind die Sachen ausgeschildert. Ne, ich weiß nicht, Melone, ansonsten, wenn du mich irgendwo gerade siehst. Och Mann, ich hab's schon wieder nicht geschafft, mich zu muten, sorry. Oh, Melone ist runtergefallen, warte mal, ich werde dir mal ein paar Blöcke runterschmeißen. Wer kommt da? So, Melone, da sind ein paar Blöcke unten. Ich weiß nicht, ob du mich gerade direkt hörst, wenn nicht, hast du ein bisschen Verzögerung. Achso, ansonsten, du hast Blöcke dabei, okay. Alles klar. Ansonsten komm einfach mal mit, Melone, dann... Würde ich direkt. So, hier sind die Eisenspawner. Als wenn Prime jetzt auch einen Bogen hat. Könnt ihr doch nicht mit mir machen, Leute. So. Dann schauen wir mal. Holy shit, ey. Ich glaube, ihr macht das da ganz gute. Gut vorne. Gute. Ganz gute. Ja, Leute, Team Blau, wir brauchen. Ja, wir sind doch in der Unterzahl, seht ihr. Echt? Ja, wir sind zwei weniger. Leute. Ja. Aber ihr, weißt du, ich zähle ja so als zwei weniger, so von da aus. Ja, genau.
Du kannst vielleicht jetzt keine Person zählen, aber du kannst nicht noch eine Person wegmachen. Also na, als, als Minus. Du zählst als ein, also du zählst nicht, okay. Nein! Ja, genau, Minus, oh Gott, die Zahl kann ich gar nicht mal aussprechen, Prime. Alles gut. Oder so, Joel? Dann wäre dein Team ja nicht da, das... Genau, aber ich bin natürlich ein Teamspieler und mein Team macht das sehr, sehr gut. Nee. Mhm. Nein, doch. Oh. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Was? Jetzt hab ich meinen Bogen verloren. Jetzt bin ich wild. Jetzt bin ich wild auf... Ein wildes Physics, oder was? Jetzt bin ich wild auf Bombe. Jetzt will ich Bombe oder Prime stürzen. Oh mein Gott. Die kommen, Achtung. Ah, beide oben, beide oben. Kriegst auch noch dazu. Das hört sich sehr interessant an, was ihr da macht. Und die haben Bogen. Und die Boss bei mich zu Tode. Was soll das? Och, Prime, das muss doch nicht sein. Sehr, sehr gut, Leute. Das ist nicht cool. Holy shit, wer schreckt mich da? Prime wacht einfach nur von hinten die anderen. Was soll das? Oh ja, Prime, du hättest auch eh nicht eher Ruhe gegeben. Er steht die ganze Zeit da, guckt mich an. Und fordert nur, dass ich hochkomme. Und mich dann, ja, toll. So. GG, verloren. Da ist das Bett schon down. Wettet auf Rot. Kleiner Tipp. Genau, ich guck mal gerade, ob die Wetten überhaupt noch an sind. Nee, sind nicht mehr an. So, ich starte es nochmal wieder. 0 ist, dass mein Team gewinnt, 1 ist, dass mein Team verliert. Ja, keine Chance, wenn man in der Unterzahl ist, mit 2 Leuten weniger. Ja, gut, wie gesagt. Euer Bett ist ja auch wie eine Bombe eingebaut hier, also. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich hatte aber auch gute Zulieferer diesmal, muss ich dazu sagen. Das bringt so gut wie nichts, dass du da die Fenster zubaust. Wieso? Weil da bräuchte man, also, ja, jetzt muss man 2 Blöcke einbauen. Weil zum Beispiel auf der anderen Block Seite. Ein Block ist okay. Alles gut. Ah. Ich mach das aus Erfahrung. GG. Ja, siehst du, das bringt so gut wie nichts, hab ich schon gesagt. Also nicht schlimm, ich habe ja meine Aufgabe und die habe ich erfüllt. Wie gesagt, GG, Leute, gut gemacht. Nee. Ja, gut. Lasertag. So, genau, wir werden einmal, ihr könnt ja schon mal in den Chat schreiben, wollt ihr Capture the Flag oder Team Deathmatch, das war eine Mischung. Holy shit. So. Ach, Capture the Mac, wer hat Deathmatch mit drin gewesen, ach so. So, TDM. So, ich spiel's auch mal mit Texture Pack das erste Mal. So, wird man für zu viel CBS gebannt? Also alles, was über 14 CBS geht, wird von unserem Anti-Cheat-Plugin aufgezeichnet und dann werden dich wahrscheinlich, unsere Teammitglieder werden dir wahrscheinlich dann öfter auf den Sack gehen. Lieber Mo hat Knock, glaube ich. Ja, King of the Hill hat gerade bei mir rumgebackt. So. Ich hab Coins bekommen, einfach so. Keks, Alter. Gut, dann gehen wir mal zu Team Deathmatch, LT1. Jetzt habe ich natürlich niemanden, der mir da, oder? Tada! Oh, danke. Ich bin immer da. Sehr gut. Ja, weil die immer wieder laufen, verschwinden und wieder herkommen. So, also einfach zu Laser Tag gehen und dann oben links. Fußball machen wir auch gleich noch eine Runde, lieber LBHD. Könnt ihr bitte kurz auf mich warten? Ja. Okay. Ja, dann mach ich, wisst ihr denn, wann ungefähr Talkpower gewechselt wurde dabei? Dann mach ich ja, machen wir noch so 5 Minuten. Dann macht man das zu 15 Minuten? Ich komme gerade nicht auf Arcade, achso jetzt, okay. So, und Patrick, Pickrate ist nachher noch Stream, nachher ist erstmal Teambesprechung und dann denke ich mal, weil ich muss ja auch, wie gesagt, immer um 4 Uhr morgens dann halt schon auf Arbeit sein. Und deswegen wird es wahrscheinlich schwierig. Ich bin einfach rausgeflogen schon wieder. Ich bin gleich auch noch Regie. Ja, ich habe den Counter kurz angehalten und dann... Danke.
Ah, das habe ich fast vergessen. So, und ich nehme an, Melone und LBHD, ihr seid, glaube ich, Freunde, oder? Kann das sein? Also nehme ich mal an, dass ihr euch kennt. So, Top-Mail-Wechsel 5 Minuten. Keks. So, jetzt dürfte es gehen, hoffe ich doch mal. Lasertag. Oh nein, ich bin nicht mehr Top 10. Ich komme nicht rein, ich muss ohne Texture wegspielen. Ich bin auf Platz 12. Auf Platz 12? 2184. Und Prime, was los, mein Guter? Jetzt aber. Nicht wundern, ich habe den Countdown einmal ganz kurz angehalten. We love to it, F, danke dafür, lieber Prime. Ich bin drin. Oh yeah. Ah, okay, alles klar, Melone. Das freut mich, wie gesagt. Schön, dass ihr beiden da seid, ne? Ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ich mag die Skins von euch. Ich mag also seitdem so mit den neuen Overlays und sowas halt, mit Skins so sehen die viel geiler aus. Früher gab es nur Standard-Skins, so wie meinen, wie ihr seht. Wenn du Langeweile hast, können wir nichts dafür. Bam, Prime, wie gibt's Bogen? Was, Bogen? Prime hat gerade geschrieben, gibt's Bogen, TLF weiß fast. Und bei Lasertag nicht? Hier gibt's keinen Bogen. Aber wir werden auf jeden Fall noch neue Waffen und sowas halt natürlich auch einfügen bei Lasertag. Also unter anderem wird, glaube ich, eine Schrotflinte ist geplant, die kommen wird. Dann so ein richtiges Snipergewehr halt, wo man auch ein bisschen... Eine Shotgun? Ja, ne, ist ja eine... Genau, eine Shotgun halt. Sniper und Shotgun ist unterschiedlich. Ja, ja, klar. So. Warten wir auf jemanden oder warum ist Countdown noch einhalten? Ne, ich hab nur ganz kurz, weil der ein oder andere natürlich immer ein Problem hat mit dem Resource Pack, dann warten wir immer nur ganz kurz. Deswegen lasse ich sie immer ein bisschen länger. Gut, dann würde ich sagen, lass mal den Countdown weiterlaufen. Genau, Schnitzel natürlich auch hier am Schnitzel. Und jetzt alle für eine Map, bitte. Coole Brille übrigens, lieber Schnitzel. Das ist gar keine Brille. Das sieht aus wie eine Brille. So, eine Minigun. Ja, das ist ja im Moment Rapid Fire, ist ja eigentlich so die Minigun. Müssen wir mal überlegen. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr natürlich Vorschläge habt oder was, halt das gerne auch mal ins Forum schmeißen, hätte ich mal schreiben. Ne? Und, vielleicht auch sowas wie eine Blendgranate oder so, das wäre auch cool. Mhm. Wäre auch cool. Oder so eine Rauchgranate. Ja gut, das in Minecraft ist sehr schwierig. Ja, mit Rauchpartikeln geht doch. Ja, dann haben wieder Leute mit schlechteren Rechnern Probleme, weißt du? Das müssen wir halt auch immer mitbedenken, wenn wir so Sachen machen. Wir sind ja momentan noch am Anpassen halt von den Partikeln halt, damit Leute auch, die nicht die Top-Rechner, sag ich mal, haben, auch dann natürlich mitspielen können. Los. Okay. Kann man auch Partikel ausmachen. Ja, kann man auch, aber dann siehst du die Schüssel nicht besser. Ja. Doppelkill. Ach, egal. Kekst du Schlawiner? Bitte. So, und Rot ist hier schon wieder hart am Angreifen. Klar, immer doch. Wir haben sogar Keks im Team, okay. Gut. Wird eine sichere Runde. Ja, meinst du? Ja, meine ich. Keks hat auch schon mal verloren. Auch wenn ich zwischendurch mal weg muss. Obwohl, ich sehe auch schon viele gute gegen uns. Also, Prime ist natürlich auch einer der besseren. Holy shit, ey. Ja, sicher. Nein. Die Runde, mein Team braucht mich nicht. Hat man eigentlich in Lasertag auch so einen Spawn-Schutz wie in Bad Wars oder nicht? Ja, cool. Genau, du hast so 5 Sekunden oder so, kannst du nicht schießen. Also während der Zeit, wo du nicht schießen kannst, kannst du auch nicht abgeschossen werden. Nee, ich meine auch, wie in Bad Wars, wenn man sich nicht bewegt, dass man dann sterbt. Nee, das nicht. Nee. Das ist ja nur, das ist Minecraft selber ein Bug halt. Das ist von Mojang halt. Achso, okay. So, Rauchgranaten können man mit Enderportalen. Ja, wir könnten es auch mit Partikeln oder was halt machen, aber wir überlegen tatsächlich noch, Poishi. Die nenne ich jetzt einfach mal Poishi. Ich weiß, dass du nicht der Echte bist, aber, oder was heißt der Echte? Ne, einfach der YouTuber, sag ich mal so. Du kennst Poishi? Ja, kenn ich. Klar, Keks. Wann wird Talk Power wechseln? Na, eigentlich schon. Achso, ja. Ja. Ja, weil mein Timer ist jetzt gerade losgegangen. Weil ich muss jetzt auch weg, deswegen wollte ich gerade sagen. Aber wenn jetzt Talk Power wechseln ist, ist ja. Genau, gut. Es wäre cool, wenn derjenige sich wenigstens dann darauf konzentrieren könnte, dass wir das dann hinkriegen. Ja, mein Timer ist gerade losgegangen, was er es gesagt hat.
Okay, dann bin ich weg, ne? Tschö. Genau. Hau rein, Physik. Viel Spaß euch noch. Ja, gute Besserung. Ja, moin, Leute. Oh. Geht. So, 7 Kills nur gerade mal. Ich hab fast 10. Hab erst 22. Alter Keks, ey. Keks ist unglaublich mit seinen Kills immer. Du musst mir mal deinen Geheimtrick irgendwann mal verraten unter vier Augen, lieber Keks. Mhm. Klar. Aimbot, nein, ich wollte gerade sagen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Schon das zweite Mal heute. Deine fette Klingel. Ich hab mal so eine Frage, bekommt man bei 40 CPS viele Schiedwerte? Also du wirst zumindest angezeigt des Öfteren. Okay. Aber, wie gesagt, wir werden mal gucken, dass wir vielleicht irgendwann mal eine genaue Regelung halt dafür machen. Was denn, ist ja, das dann zu lecken. Sonst nur 25 CPS. Ja, ich denke mal, wir werden so 15 oder das halt als Regelung einführen. Man darf nur 15 machen. Mhm. Ich denke mal. Ja, wir sind schon länger am Diskutieren in der Teambesprechung halt. Ne? Macht mal lieber 25, das ist mal konstant. Ja, 25 ist viel zu viel. Ja, weil das. Im Normalfall würdest du es gar nicht schaffen, halt, weißt du, was ich meine? Wenn du nicht reduced halt, also wenn du deinen Finger so schön rüber über die Maustaste schleifst, hätte ich beinahe gesagt. Nee, mach nicht. Nee? Wie machst du's? Mach Butterfly und bei der anderen Taste hab ich halt mit einem Finger manchmal. Aber kommt man auf 25 CPS so. Okay. Ja, was alles möglich ist in Minecraft mittlerweile, das ist echt manchmal ein bisschen nervig tatsächlich. Es wäre gut, wenn es einfach nur... Meinst du das Mausregister? Ja, genau. Da mache ich irgendwie 40 bis 60. Echt? Ja. Weil ich benutze das nie. Kann das eigentlich auch nur wegen CPS machen, aber Bautechniken kann ich damit auch nicht. Aim auch nicht. So, Devil Mouse, irgendwann 2099, was? Na gut, das ist aber halt eine Funktion, die halt auch von den Mäusen halt tatsächlich kommt halt, ne? Deswegen, ja. Das können wir selber auch an sich nicht blocken. Aber zumindest halt, wie gesagt, wir sind drauf. Holy shit. Fischi ist auch da. Schön, dass du da bist, Fischi. Fischi, die alte Zicke. Wie gesagt, Fischi. Na, schön, dass du da bist, mein Guter. Morgen. Was, morgen? Ja. Verdammt. Da hat ein Rapid Fire tatsächlich mich weggemacht. Jetzt hat er auch sein Schild benutzt, der Schlawiner. Goddammit. Aber 16 Kills habe ich jetzt auch schon. Ich hab 50. Jeder kann eine 100 Kill Runde, ne. Aber es ist einigermaßen ausgeglichen. Also wir liegen 40 Punkte nur zurück, Klaus Team. Aber ihr kriegt das hin, Leute. Ne? Genau, Fischi, heute ist der Sub ausgelaufen. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ne, wie gesagt. Ja, 16er. Okay, ist weg, alles klar. Das läuft ja automatisch über Twitch, das weißt du ja. Nein, aber wie gesagt, ich danke dir natürlich dafür, dass du auch natürlich Sub warst. Mein Guter. Double Kill. Verdammt. Aber es ist nicht schlimm für dich, du bist natürlich immer noch genau der gleiche gute Mensch wie davor, natürlich auch, mein Guter. So. Goddammit. Aber, bis Mitte Oktober noch, obwohl, ich glaube, das ist das schon vorbei, ich weiß nicht, Brati, ist es noch aktuell, dass die Subs noch auf 50% sind? Kannst du mal vielleicht mal gucken? Seht ihr, könnt ihr ein 1.10 Delay irgendwann, dass man keinen machen kann, dass man... So. Werde ich auf jeden Fall mal gucken, Brati. Aber 1.10, das, weißt du, das spielen immer die Leute nicht mit, weißt du, das ist immer das Problem. Na, wir sind eigentlich schon lange bereit, dass wir schon updaten können.
auf die höheren Versionen. Holy shit, jetzt überrennen sie uns gerade hart am Spawn. Was? Knapp mit 100 Kills. Echt? Ja. Holy shit. Wie viel hast du? Kills grad, 70. Ja, noch hast du 3 Minuten Zeit. Nein, ja, nicht nee, ganz. Wenn ein Labymod auf den Gomme auf 1-10 ist. Ja, spätestens dann. Ne? Wir sind ja schon ein bisschen, wir haben ja auch eine Supporterin, bei uns ist ja auch Supporterin bei Labymod. Und da sind wir so gerade schon ein bisschen am Bequatschen oder so halt. Ich hoffe, die, natürlich hören sie natürlich nicht nur auf Supporterin oder auf die kleinen Leute natürlich da. Aber zumindest gibt es die mal den Denkanstoß, dass sie auch mal updaten sollen vielleicht. Es gibt mittlerweile, ich möchte unbedingt, genau, die liebe Pia, denn ich möchte nämlich unbedingt als Haustier einen Papagei haben. Und das geht erst ab 1.12. Wow. So, ansonsten aber Fischi, deine Nachricht lasse ich erstmal noch drin, weil ich denke, du wirst bestimmt irgendwann mal resubben oder sowas halt. Deswegen, ich lasse es erstmal noch drin und wenn es eine Woche halt ausgelaufen ist sozusagen, dann mache ich das erst halt weg. Von da aus nicht. Okay, ansonsten ist noch 50% tatsächlich auf den Sub halt Tier 1. Lieber Fischi, nur so als Tipp. So, jo, die 1.12 ist auch nice. Muss ich auch sagen, Brati. Da gibt's so tolle Sachen. Und könnte man auch wieder sehr, sehr viele tolle neue Minigames halt machen. Denn wir sind sind leider die Hände gebunden mit der 1.8. Also wir können nicht viel mehr machen als ne, das, was jetzt momentan halt möglich ist. Und wenn wir jetzt in 1.12 schon alle Serverversionen halt hätten, dann können wir noch viel, viel geilere neue Minigames programmieren. Und darauf warten wir eigentlich nur, weil ein paar Ideen haben wir da schon. Alter. Was ist los? Erstmal, ich steune auf Arcade, dann erstmal First Win, Pick Up Speed, First Death, First Kill, First Lose und dann Fehler beim Game Day Con. Hat wieder ein Pixel-Fail, wa? Oh Mann. So. Verdammt, 25 Kills. Also die ist die Hälfte, Fischi. Also denke ich mal, ich weiß jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber Brati wird das bestimmt ja auch nochmal schreiben, wenn er gerade Zeit und Lust hat natürlich. Ich weiß nicht, guck, spielt gerade Brati gerade mit? Nee, er spielt gerade nicht mit. Oh nee, das ist wieder gut. Double Kill. So. Verdammt. Noch nicht mal 80 Kills, was ist das los? 40. Ich hab 28. War richtig spät. GG, aber war eine gute Runde auf jeden Fall, Spaß gemacht. Ja. Oh ja. Hi. So, die Coinsanzahl ist noch ein bisschen hoch, da müssen wir mal gucken tatsächlich. Hey, Quatsch, Mann. Jo, bis morgen. Okay, alles klar. Danke, Brati, dafür fürs Nachgucken nochmal. So. Es gibt nur ein Problem, das gilt für den ersten Sub. Ja, so Tier 1 ist es doch nur, oder nicht? Oder geht das nur einmalig? Brati, das weiß ich jetzt nicht, natürlich. So, ich gucke mal natürlich weiter rum. Fußball. Oh, für Fußball müssen wir tatsächlich den WM-Server mal anmachen. Pet, hast du das? Das kann ich machen, ja. So, und Ender PvP ist auch wieder am Start, mein Guter. Schön, dass du da bist. Moin, moin an dich. Hi. So, und der Mannix ist natürlich auch da am Stissel. Genau, wenn ihr mit uns reden wollt, macht einen Punkt vor eurem Namen, wie immer natürlich. So, der WM-Server wäre da. Also, go oder? Genau, mach mal, wir bräuchten ein Pet-Up natürlich dafür. Ja, das mach ich und die Whitelist ist auch aus. Gut, dann einmal auf /WM rübergehen, liebe Leute. Ich will wählen. Ja, du hast ja Talkpower gerade, wenn du willst, kannst du gerne machen. Ja, ich will. So, wir gehen alle mal in das große Stadion, also das ist das einzige Stadion, wo die Türen noch offen sind. Und dort einmal zum Feld hinlaufen, liebe Leute, dann können wir euch auch gleich wählen, ne? Beziehungsweise ich kann ja gleich mal ein TP-All machen. Das sollte eigentlich auch okay sein. Ne, brauchst du nicht, glaube ich. So. Oh Gott. Ja, sorry. Dann sind wenigstens alle hier erstmal. Gut. Das machen wir mal weg. So, ansonsten. Der liebe Keks, ne? Aber wir können. Du wolltest wählen, oder?
Jo. So, warte mal, dann Keks, wohin möchtest du, zu mir oder zu Tanek? Mir egal. Macht okay, dann machen wir Steinpapierschere um den lieben Keks. Ja, okay, ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1, go. Verdammt. Okay. Ich bin dran, oder? Bereit? 3, 2, 1, go. Okay, und jetzt Papier, Leute, jetzt Papier. Warte, was gab's denn noch? Schere, Stein, Papier, ne? Mhm. Bist du bereit? Warte. Ja. 3, 2, 1, go. Nein! Okay, Keks, du kommst zu mir. Das war umgekehrte Psychologie. Achso, Z-Keks. Ich will mal Keks nur schreiben. So. Genau, Pat, und du darfst jetzt natürlich den nächsten einmal aussuchen. Nee, also ich mache das immer so, dass du dran ist, kriegst deinen Kopf dahin. Okay. So. Ach so. Wer möchte denn zu mir? Wer möchte denn wählen? Bis zum 18. Oktober, okay, alles klar. Ansonsten, ich weiß nicht, Physics ist noch, der ist aber glaube ich weg, ne? Es hatte eigentlich nur Keks, weil sonst. Aber ist, Physics hat auch immer noch Talk Power, falls du unten guckst. Echt? Easy kommt zu echt. Mir. Physics? Ist er da? Nee, der ist gesagt, ja, ist weg. Wir nehmen ihm das kurz weg. Ja. Ja, so, ansonsten jemand noch, der Talk Power vielleicht hat oder so, oder haben möchte, der natürlich auch wählen möchte. Ja. Der Kossam also Reese. Prime möchtest du wählen? Oder Kassan Reese, der halt ist auch noch da, glaube ich. Dann müsstest du mir halt dann immer nur schreiben, wenn du, wen du haben willst, ne? Okay, gut, dann machen wir es so. Reese, kommst du mir, ne? Zip. So, dann kriegst du natürlich auch deinen Kopf. So, jetzt müsst ihr beide natürlich nochmal Steinpapierschere machen, um wer als erster wählt von euch beiden natürlich. Und wir fragen natürlich beide, ob ihr dann ready seid und sowas halt. Also ja, Prime hast du ja wahrscheinlich gehört, ne? Bin ready. Gut, wenn, ich denke, ja gut, Prime weiß ich jetzt nicht, aber ich warte einfach nur ganz kurz. Deswegen machen wir einfach mal 3, 2, 1, go. Aber klar. Stein. Okay. Ich warte immer jetzt ein bisschen länger, weil Prime natürlich immer kurz schreibt, aber das braucht ja nicht so lange. Von dem 3, 2, 1, go. Ich das beim Linz hätte ich voll. Okay, ich habe wieder Stein genommen. Hä? Hä? Es wurde gerade gar nichts geschrieben, oder? Ja, ja, ich habe wieder Stein genommen und dann habe ich den Chat voll gespammt. Achso. Gut, also nochmal beide. Einmal was in den Chat schreiben, Steinpapier oder Schere. Oh Gott. Und zwar 3, 2, 1 und go. Ach oh Gott, ich muss kurz mal essen. Somit gewinnt Keks. Schade. Nein, Prime hat gewonnen. Papier auf Stein. Ach ja, sorry. sorry, Prime. Gut, Prime, dann fang mal an. Hier und F Bratwurst, alles klar. Gut, Keks, wen sollen wir da nehmen? That's easy. Okay. Dann kommt einmal zu uns. Jetzt du Prime. Kopftuch-LP, alles klar. Will sie denn überhaupt mitmachen? Okay, dann nimmst du trotzdem. So. Ja. Mein Lieblingsessen, Schnitzel. Schnitzel? Oh yeah. Ja. Ist das echt dein Lieblingsessen? Ja. Ich muss sagen, ich mag es auch Prime. Sehr, sehr gerne. Aber so richtiges. Wenn wir auf 5 kommen, dann nicht mehr. So richtiges Kalbschnitzel. Mag also nochmal Prime. Richtig gerne. Super geil, alles klar. Was? Okay, ich bin nämlich das. So, jetzt random auf den. Wen nehmen wir? Keks, wen nehmen wir? Ja, den hier. Das hat nichts. Milch. Der Noob. Danke. Ja, nee, Spaß. Pika. Nee, dann gehe ich zu Senna. Dann nehmen wir jetzt Ohad Nok. Okay. Zack. Genau, die könnt ihr alle schon mal joinen, wenn ihr wollt. Einmal schon mal aufs Join-Schild oder so klicken. In der PvP für 2015. Okay. Dann nehmen wir den LB HD. So. Dann dürften wir eigentlich alle haben. Yep. Awesome Benz, hat den schon jemand? Nee. Dann nehmen wir den nochmal. Okay, ansonsten gucke ich nochmal die Tabliste durch. Vielleicht fällt euch ja noch jemand auf. Sonst sind alle. So, Awesome Benz, in der PvP, Kopftuch ist drin, LB, Melone hat jemand? Melone, ja. Okay. Mordnok, Pika, hat jemand Pika? Ja. Ja, die haben den. Okay. Oder wir, weiß nicht. Prime haben wir schon. Brati, Reezy. Okay, alles gut. Alle drin. Jo. Okay. Dann würde ich sagen, alle mal joinen, liebe Leute. Auf das Join-Schild klicken.
So, und ich wundere mich, wir stehen am Anfang alle ineinander halt da einfach am besten, wenn ihr euch das nervt mit der Ineinandersicht, einfach kurz einmal F5 drücken und sowas halt. So, oh, Fischi! Doch, sollte eigentlich gleich kommen. Fischi hat geresubbt. Kam da gerade noch kein? Eigentlich kommt da gleich ein. Seid ihr alle ready? Ich guck gleich nochmal. Ansonsten lass ich es gleich nochmal wiederholen. Wenn alle ready seid, dann drücke ich in 3, 2, 1, go. Ich guck gleich nochmal, Fischi. Richtig Sturm. So, und ich hoffe, bei Rot haben wir einen Torwart. Ja, ich gehe. Sturm auf jeden Fall. Oh Gott, Brati, mach den Ball weg. Oh. So, und hier ist es andersrum. Hier geht es nach 10 Minuten, wird das Spiel beendet. Oder nach 5-0. Oder beziehungsweise nach ersten 5 Toren. Ja, die machen wir jetzt. Ja. Okay. Party 1-0 Kicks! Oh yeah. Party. Okay, ich gehe wieder ein bisschen in die Abwehr. Und werde dem lieben Steve so ein bisschen helfen. Und versuche weite Pässe nach vorne zu schlagen. Aber Fischi, ich guck gleich mal. Mann, das kann ich ja gleich mal machen. Ich stelle mich mal so ein bisschen hier kurz ins Tor, damit ich vielleicht noch einen Ball abwehre. So, Brati. Ich guck mal gerade, Fischi. Oh Gott, das war so klar. Sekunde. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, lieber Fischi. Du müsst auch hohe Bälle machen. Gott. Der ganze Knubbel immer um den Ball. Ja. So, und zwar Fischi, einmal für dich. Kommt ein Bein nach, aber... Ja! 1-1, ui. So, und Fischi natürlich, danke für den Subscribe Tier 1 natürlich, wie immer natürlich, mein Guter. Und ich guck mal, ob ich die andere Einblendung auch nochmal kommen lassen kann. Da muss ich ja mal kurz gucken. Und zwar, Sekunde. Wie gesagt, herzlichen Dank, lieber Fischi. Moment, kann ich das hier auch? Ich glaube, ich nehme das wirklich mal auf. Und jedes Mal, wenn mir einer den Follow-Button bei mir klickt, dann kommt dieses Oh yeah. Achso, Moment, das muss ich ja auch noch anzeigen lassen. Reset Session. Ja. So. Okay, verschiebe den anderen, mache ich im nächsten Stream nochmal. Aber wie gesagt, einmal kam es ja jetzt. Moment, ich gucke nochmal, ob ich das vielleicht hier nochmal aufrufen kann. Sekunde. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen doof rum, aber ja, das muss ja kurzzeitig sein. Ja, das steht gerade nur 1-1, aber sonst. Okay, Fischi, ich guck gleich mal, ne? Ansonsten stehe ich nur rum. Ich guck gleich nochmal, dass ich das andere auch nochmal aufrufen kann. Puh. Okay. Super. Aber wie gesagt, ansonsten Fischi natürlich herzlichen Dank natürlich und für den lieben Fischi natürlich auch nochmal Subhype, ne, lieber Brati oder allgemein alle Leute im Chat, Hashtag Subhype, ne, für den lieben Fischi. Oh, yeah. Herzlichen Dank, mein Guter. Noch 7 Minuten. Oh. No. Jetzt aber. Oh yeah. Also Keks ist nicht nur gut in Laser Tag. Okay, alles klar, Fischi. In Fußball. Kriegen wir schon den Fischi und vielleicht kriegst du dann auch eine kleine Belohnung noch oder so. Müssen wir mal gucken. Ich hab keinen Schuh. Ein Tiger. Eine Sonnenbrille. Ja. Ja, machen wir mal, Brati. Wegen dem Ball, ne? Wegen der Textur. Draufpacken. Ich weiß schon, was Brati gemeint hat. So, erste FC TJF. Na, das wird wieder meine Mannschaft beim 2 vs. 2 Turnier tatsächlich sein. Loser! Ja, wir werden demnächst mal das Update drauf machen. Bei dem Installieren fehlt nur noch ein E und einmal ein R. Also ein R zu viel. Dann wäre alles korrekt. Ja, ich wechsle dann gerade Hogpower. Also okay. Sorry, aber ich bin leider so ein Grammar-Nazi. So. Dann bekommt Kazan
Ne, der hat seinen Punkt. Hä, der hatte vorne einen Punkt. Och man. Man merkt immer, wenn ein I langgezogen wird. 3-1! Das ist immer so ein kleiner. Oh yeah. Dann gebe ich Sender Tocker. Hallo Sender. Hey. Hi. Hi. Welcome back, Sänzchen. Hi. Wo ist eigentlich unser Theodor F. Döner? Da fällt mir immer so ein. Was, Theodor F. Döner? Der ja. Ist mit Döner. Wir hatten mal einen Nein. Spieler, der hieß Theodor F. Döner. Ach, seht ihr. Oh. Welche Teams gibt's schon? Es sind, glaube ich, 3 Teams bisher oder 4. Müsste ich im Forum jetzt gerade mal gucken. Genau, Unlegit Ramram gibt's zum Beispiel. Ja, oder so, wenn du Bock hast gerade. Ja, aber ich muss das gerade noch raussuchen. Ja, alles gut. Dann kann ich das vorlesen. Oh. So, 3-1 rot, sehr, sehr gut, macht ihr das? Nee, das ist sehr, sehr schlecht. Also, wir haben einmal das Team Sir Bockwurst mit Sir Fischi und Bockwurst mit Senf. Genau. Dann haben wir einmal 1. FC Bratpfanne mit Hafralu und Brati. Okay. FC Bratpfanne. Finde ich sehr cool. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Unlegit Ramram. Genau. Achso. Das ist mit Unlegit Joel und Keks. Ja. Und Team Swag mit mir und Justin. Team Swag. Oh yeah. Genau, und der SFCTJF besteht momentan nur aus mir. Da werde ich aber mal gucken, wen ich da nehme. Vielleicht, also, muss ich mal gucken, ob ich mit einem der Teammitglieder zusammenspiele oder ob ich einfach randomize von jemandem, der noch mitspielt, der vielleicht noch später kein Team hat. Vielleicht oh, auch das. Yeah. Erstmal eine Blutkreitsche. Das wäre noch voll cool, so. Bis man kurzzeitig so langsamer läuft oder so, weißt du, so. So, Sir Bockwurst. Oh yeah. Müsste jetzt eigentlich mal auch mal, ob mal was Vegetarisches geben, irgendwie TLF Salat oder irgendwie sowas. Tofu mit Soße. So, da kam der Pass nach vorne. Oder TLF unterstrich Kartoffelsalat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu lang, oder? Genau, das Fußballturnier, wie gesagt, könnt ihr euch im Forum halt noch gerne dafür anmelden. TLFMC.de ist natürlich auch unsere Homepage, IP-Adresse. Und dort findet ihr auf jeden Fall auf der Startseite halt auch das Fußballturnier noch. Gott. Und ja, ansonsten tragt euch da ein. Ihr braucht nur jemanden, der am 10.11. um 16 Uhr auch noch mit Zeit hat. Ja, und das Ganze wird so circa, also beim letzten Mal haben wir, glaube ich, 2,5 Stunden oder was, glaube ich, gebraucht, ne? Ja, so ein Dreh kann sogar länger gewesen sein. Genau, ja. Vor allem auch die Vorbereitung erstmal, die war. Ja, gut, wir lernen ja daraus, ne? Aber ich denke mal, so 2,5-3 Stunden müsst ihr da schon einplanen, wenn ihr wirklich ins Finale kommen solltet. Oh yeah. Okay. Das habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, der ist nochmal an mir abgeprallt oder an irgendjemand von uns. So, mit Senna. Was? 5-1, GG. Was ist mit mir? Die Fisch hat geschrieben mit Senna. Meinst du, dass ich mit Senna ein Team machen soll? Nee. Ich passe. Genau, wir machen noch 2 Spiele, Leute. Und dann gehen wir auch wieder rüber auf den Arcade-Server. Keine Sorge, wir wollen nur ein-, zweimal Fußball spielen. Hm? Vergiss die Teambesprechung nicht. Ach, stimmt ja. Ich kann, verdammt. Ich kann ja nur noch eine Roundabout etwas über eine halbe Stunde streamen, Leute. Wir haben ja um 19 Uhr Teambesprechung. Verdammt. Goddammit. Was? Was hast du jetzt wieder vergessen? Ja, habe ich tatsächlich verdrängt. Ne? Also, ja, wir machen noch ein Rückspiel, Leute, und dann gehen wir nochmal kurz eine Runde Bedwars oder sowas hat oder 2 Runden Bedwars spielen, auf jeden Fall. Ich bin auch ungefähr 10 Minuten dann essen. Nur 10 Minuten geht da super schnell das Essen. Pat, in dem Fall, Verliererteam fängt ja an. Ne? Sollen wir zweimal wieder wählen? Ja. Dann muss. Warte, dann. Ja, brauchst du nicht jedes Mal austauschen. Doch, das ist wichtig. Ich spiele diesmal nicht mehr. Fischi, ich warte noch ganz kurz. So. Also beziehungsweise wir wählen schon mal, das dauert ja noch ein Sekündchen. So, weil ich ja verloren habe und ich ihn mag, nämlich für Petit Blanc. Okay, Brati.
Das heißt, du bist dran, Seta. So, dann nehme ich, ich guck mich mal um. Ich nehme natürlich jetzt mal die Bratwurst. Nein! Nimm nicht meinen weltbesten Torwart. Wen nehme ich denn jetzt? Wer möchte denn zu mir? Maximal 10 Minuten gehen die meisten Tore. Ja, ja, anscheinend auf jeden Fall. Gar keiner, also nehme ich super geil. Ich. So, dann, wen nehme ich denn mal? Ich nehme mal, dazu Bratwurst, der wahrscheinlich auf eine Melone ganz gut passt. Nehmen wir mal die Melone. Ja, das ist ja voll die Klasse. Du willst was Süßes, was Wässriges auf eine Bratwurst haben? Nein. Ja, manchmal passt Süßes und Herzhaftes ganz gut zusammen. Ja, aber Melone... Aber Melone und Bratwurst passt nicht, das stimmt. Ja. Also du kannst Melone als Vorspeise oder als Nachspeise machen, aber... okay, wer möchte denn zu mir? Wer hat denn Lust? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Sieht aus, als wäre wieder keiner zu mir, nämlich Sattens. So, und da man gute Freunde nie trennen soll, nehme ich natürlich den lieben LBHD natürlich noch mit dazu. Weil natürlich das die beiden zusammenspielen wollen wahrscheinlich, nehme ich mal an. So, du kommst einmal noch hierher. So, wer möchte denn zu mir? Wer möchte zu mir? Na. Die gucken immer nur dich an, Sita, die wollen gar nicht zu mir. Doch, doch. Ich hab Keks gehört, er will. Wenn ich suche, dir einfach jemanden aus. Dann muss ich jetzt eine Person leider zwingen. Das ist nämlich Z. Rizzi. Rizzi, genau. So, dann nehme ich einmal, da ich ja so auf Essen stehe, da ich Koch bin, nehme ich mal das Schnitzel noch mit dazu. Oh Gott. Ja, genau. Ne? Heute hab ich ein Menü im Kopf, deswegen, ne? So, jetzt ist jetzt diese Qual der Wahl. Ende PvP oder Keks? Wen nehme ich jetzt von den beiden? Will denn einer von euch freiwillig? Also einer von euch beiden muss jetzt zu mir, ob ihr das jetzt wollt. Ich mach einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Weißt du? Ja. Nein. Da E vor Z kommt, nehme ich Ender PvP. Gut. Na, alles gut, liebe Leute. Wir machen das auch noch öfter, keine Sorge, das ist nicht der letzte Stream. So, Pika habt ihr schon? Oder nicht? Fehlt nur noch Keks? Also nur noch Keks, ja. Und Awesome Banks und Pika habt ihr auch schon? Wenn ich so auf Tab gucke? Also ich hab den Awesome nicht genommen. Ich auch nicht, bisher. Vielleicht stehen die ja draußen. Und Pika auch? Pika hab ich auch nicht genommen. Dann nehme ich mal Pika. Awesome. Ist das Awesome Banks? Ja, das steht hier. Und Pika auch. Also, ja, stand hier. Guck mal, wenn nicht, nimmst du einfach mal Awesome Banks, weil der war Vorrunde bei mir. Falls die AFK sind, beide, dann haben wir beide einen AFKler. Okay. Und dann müsste ich noch Keks dazu nehmen, tatsächlich. Keks ist ja auch was zu essen. Zeig, ihr seht das Menü. Freut euch gar nicht, Leute. Ja, aber Keks würde ich dann aber wirklich eher zur Vorspeise machen. So, dann ne, gibt's einmal Team Essen. Ihr könnt schon mal alle joinen, liebe Leute. Der Mann, du fette Sau, was? Nein. So, seid ihr alle ready? Genau, alle schon mal joinen. Wir warten noch ganz kurz, bis wirklich auch alle drin sind. Und Brati, du gehst ja bestimmt wieder ins Tor bei uns, ne? Dann gehe ich ein bisschen wieder mit in die Abwehr. Oder möchtest du irgendwie nicht ins Tor? Weil du kannst auch gerne nach vorne mal gehen, Brati. Musst du mir nur mal schreiben. Gut, ich warte noch. Ich warte noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und der liebe Pat startet jetzt das Game. Und dann dauert es nur noch 3 Sekunden, dann geht's los. Ich gebe uns ins Tor. Oh yeah. Oh, Brati, du musst, glaube ich, wieder aufpassen. Ich schaue mal mit meinem Kopf rum. Was, du läufst mit deinem Kopf rum? Ja. Was? Der ist doch angewachsen. Oder ich hoffe, mir seht das Kopf rum. Nein. So, da bin ich mal gespannt. Team Rot vor! Noch ein Tor! Schalala, ich kann leider gar keine Fußball. Ich kann gar keine Fußballsprüche, deswegen. Hi. So, LBHD. Oh Gott, es wird knapp hier. Oder noch besser, ich laufe mit Kicks Kopf rum. Wow, der war gut.
Oh, Fischi, scheiße. Jetzt habe ich gar nicht auf dich gewartet, verdammte Axt. Ah, der Ball. Oh Gott, Fischi, das tut mir leid. Aber ich habe echt lang, wir haben echt uns Zeit gelassen. Oh Gott, sei bitte nicht sauer auf mich. Gut. Goddammit, Kurzzeitgedächtnis. Ja, also ich vergesse auch sehr schnell viele Sachen. So, in allen neuen Follow bitte einmal in den Chat schreiben, dann werde ich auch gerne auf die Follows eingehen. 1-0, Keks! Oh yeah! Schalalalala. So sieht der Keks aus. Schalalalalala. Mit, ein Keks mit 72, wer war da mal, 42 oder 72 Zellen? War so, als wenn es mit 52 war, oder? 52? Ich weiß es nicht mehr. So, wenn noch eine Runde, dann okay. Okay, dann machen wir danach noch ein Fußballspiel für Fischi, das habe ich ihm versprochen. Und als Sub muss ich ihn natürlich auch mal ein bisschen, wie gesagt, da so ein bisschen natürlich, ne? Also es wird noch ein Spielchen geben. Oh, ein Hai, ein Delta-Hai ist erschienen. Hai? Wo? Delta-Hai? Ah, achso. Ei. Eieiei. Ei, caramba. Oh Gott, die machen hier ganz schön Druck gerade. Ansonsten, Barty, wenn du willst, wir können auch gerne mal tauschen oder so. Ich gehe auch mal ins Tor, wenn du dich, ne? Nicht, dass du dich langweiligst oder so langweilst. Ich kenne ein Lied, wo dieses Eieiei sehr oft vorkommt. Eieiei, was? Nee. Das hat dieses Wort in dem Lied. Jetzt bin ich mal gespannt. Jumbo. Ach so. Ich hab vergessen, wie die komisch hießen. Das ist aber auch aus den 90ern. Ja. Seht ihr, das beste ist Zeit voll. Ever. Okay, alles klar, Brati? Da bin ich geboren worden in den 90ern. Na, da war ich schon ein paar Jährchen auf der Welt. Ja, du bist... Ja, ich weiß, dass du älter bist als ich. Genau, ich habe ja mit 25 aufgehört zu zählen. Aber ich bin zumindest der zweitälteste im Team, ja? Und der liebe Pat hat übrigens noch diese Woche Geburtstag, Leute. Nee, sag das besser nicht, bitte. Doch, doch, doch. Das soll keiner wissen. Das wird jeder wissen, glaub mir. Nee. Oh doch. Nee, nee. Oh doch. Nee, nee. Nachher bekomme ich nur noch PSTs oder so ein Schwachsinn. Schaut im Forum nach, liebe Leute, wann er genau Geburtstag hat. Nee, nee. Oder soll ich es verraten? Nee, nee. Ich will keine PSTs, Mann, die kann ich eh nicht gebrauchen. Klar. Kannst du verlosen? Nee, das darf ich nicht. Ich darf nicht mit Echtgeld rumspielen. Oh Gott, jetzt bin ich hier als Tor, bin ich aber recht weit vorne jetzt gerade. Aber ja gut, theoretisch müsste ich ja dann einen Stream machen, ne? Wäre ich ja quasi gezwungen dazu. Ja, so. Genau. Die Sicht im Ball, ja, das ist auf jeden Fall lustig, Fischi. So. Und ich glaube, dann krieg ich dann auch Hashtag Herzinfarkt, wie du letztes Jahr. Yeah. Genau. Na, dieses Jahr wurde ich ja einigermaßen verschont, aber auch nur, weil ich im Urlaub war. Ja, L5 ist noch geiler, ich weiß, Fischi. Tatsächlich ist die Spectator-Sicht sehr, sehr cool im Ball. Das werden wir aber ändern, seht ihr, ne? Also, kannst du dich schon mal auf nächstes Jahr freuen. Um Gottes Willen. Oh Gott, jetzt hat Barty das in den Chat geschrieben. Nein! Aber zum Glück wisst ihr nicht, um wie viel Uhr. Naja gut, das wäre egal. Ja, ne, da bin ich streng dran. Also auf jeden Fall, ne, in 3 Tagen, also, Leute. Also das heißt, ihr dürft erst dann mir gratulieren, wenn diese Uhrzeit auch da ist. Und die sage ich euch nicht. Haha. Genau, ihr könnt ja mal im Chat raten. Aber spielt natürlich erstmal. ich gebe euch einen Tipp, das war morgens früh. Okay. 2-0, Keks! So sieht der Keks aus. Schalalalala. Ja, ich muss jetzt auch essen. Guten Appetit. Danke, Steve. Bis später. So, mach Stream-Benachrichtigung. Wie Schnitzel, was meinst du? Und unser Essensteam sieht auf jeden Fall gut aus, Leute. Ihr macht... aber seht ihr? Hm? Wenn ich dann am Freitag diesen Stream machen sollte, müsstest du theoretisch entweder heute Abend Zeit haben oder morgen Abend Zeit haben. Heute Abend ist schlecht, morgen Abend sieht aber okay, denke ich. Ich muss zwar nur einmal kurz arbeiten gehen, weil ich es ja meinem Chef ja versprochen hatte, ne? Aber... So sieht der Keks aus, schalalala, da macht er den Hattrick. Oh yeah.
Aber ich glaube, du bist jetzt nicht so bis 22, 23 Uhr noch da, ne? Das boah, das wird schwierig. Dann müssen wir es auf Donnerstag machen. Aber wir müssen auf jeden Fall das auf Donnerstag machen, weil Freitag ist es ja schon. Ja, kriegen wir hin. Ich meine, so viel ist ja da gar nicht mehr. Du musst ja halt viel selber umschreiben halt nur. Ja, aber nur nochmal drüber gucken, wenn nicht vielleicht. Ja, nee, alles gut. Das drüber gucken, das ist halt so eine Sache halt, das ist immer, also, das bei mir hat sich auch, weiß ich, habe ja immer noch Fehler bei mir drin tatsächlich. Das überwickelt sich über die Streams dann halt auch hin, so. Weißt du, wenn du ein, zwei kleine Fehler drin hast, so ist halt aber an grundlegenden Funktionen, solltest du eigentlich jetzt alles wissen und so, eigentlich auch alles haben. Ja, nee, ich würde trotzdem lieber nochmal, dass der Chef nochmal drüber guckt. Ja, um Gottes Willen, ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber, ja, ist ja nur können wir machen. Ja, nee, natürlich, klar, habe ich gesagt, machen wir. Am besten wären wir natürlich, ich werde mal die liebe Loki anschreiben, ob sie dann vielleicht übermorgen auch am Stüssel ist, morgen oder übermorgen Abend. Weil dann können wir das gleich alles zusammen in einem Töpfchen machen, verstehst du? Oh ja. Na, entweder ein Tor ist noch, lieber Fischi, oder 3 Minuten. Also machen wir da Fußball auf Arcade, oder? Ja, können wir auch noch eine rübergehen, ja. Oder obwohl Fischi hat sich hier gewünscht, ne? Ich glaube, Fischi, du wolltest auch mal auf dem großen Feld mitmachen, oder? Kannst ja mal in den Chat schreiben. Großes Feld finde ich aber eigentlich auch immer besser. Okay, alles klar. Machen wir, Fischi. Genau. Ja, da geb ich dir recht, Fischi. Und wie gesagt, am 20. hat Pat Geburtstag, ne, liebe Leute? Hör auf. Und dann darf er endlich auch darfst noch nicht aufhören zu zählen, ne? Erst ein Jahr später. Ja, ein Jahr später. Dann darf er auch aufhören zu zählen irgendwann mal. Ja, ich werde dieses Jahr 24, voll alt und so. Genau, Pet hat am 20. Oktober Geburtstag. Aber ihr wisst schon, wie viel Uhr? Aha. Ich sag jetzt mal, morgens sagst du? Ja. Extrem früh morgens, oder? Das sag ich nicht, ich sag nur morgens. Boah. Weil morgens heißt für mich von 0 Uhr bis 12 Uhr. Achso, okay, alles klar. Dann 3.21 Uhr. Ja. Aber jetzt kurz gezögert. 11.11 Uhr. 11. Nein. Ich bin noch nicht am 11.11.2011 um 11.11 Uhr. 11. Da wäre ich ein bisschen jung gewesen. Wäre ich gerade mal 6 Jahre alt. So, 8.27 Uhr wird gesagt, okay. Nee, auch nicht. Und 13.37 Uhr auch nicht und 11.11 Uhr auch nicht. Was haben wir noch im Chat? 8.27 Uhr ist es auch nicht und 2.41 Uhr ist es auch nicht. Jetzt raten alle. 8.09 Uhr. 0.30 Uhr. Fuck! Fuck yeah! Oh mein Gott! Ja. So, und lieber Lukaslein, natürlich auch fuck yeah, danke, dass du den Abo-Button bei YouTube gedrückt hast, mein Guter. Und wie gesagt, heißt sie natürlich auch herzlich willkommen nochmal mit einem Ausrufezeichen Abo-Hype, ne? Wie gesagt, die Abos bei YouTube werden bei mir immer noch angezeigt, ich darf nur nicht mehr auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen. Dadurch, bis ich Twitch-Partner bin. 9 Uhr auch nein. Aber eine glatte Uhrzahl ist es nicht, oder? Also das sag ich dir auch nicht. Ja, dann haben wir immer noch 12 Chancen. Ja, wieso? Wenn es jetzt zum Beispiel 3.42 Uhr ist, dann, Ja, dann ist es keine glatte Zahl, das meinte ich halt. Also ist es nicht 4, 5, 6, weißt du so? Nee, glatte Zahlen ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Das gebe ich euch als zweiten Tipp. Also es ist weder 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, alles ist gekrüppelt, die Zahl. Und schießen wir noch das fünfte Tor? Es sieht knapp danach aus. Da wird aber noch weggeholt. Schade. GG. So, Brati hat sich erschreckt. Haha, Brati, endlich hast du dich auch mal erschreckt. Genau, wir machen jetzt noch ein schnelles Spiel und ich komme gerade auf den Tacho. 25 Minuten haben wir Zeit, also vielleicht schaffen wir noch eine Runde Bedwars danach ranzuhängen. Und wir bräuchten nochmal ein Pet-Up, das wäre ganz cool. So, ich will nie wieder deren Team. Ach, Ender PvP, alles gut. Manchmal gewinnt man, manchmal verlieren die anderen. Weißt du, was ich meine? Hat man das jetzt eigentlich gehört? Das Tippen? Ja. Ja, okay. Gut. Ja, ich schaue immer ziemlich gerne auf. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den Patrick her. Ich möchte mal jemand anders wählen und mitspielen, weil ich möchte einfach mal eine Runde aussetzen. Das ist mir zu viel Spielerei. Was? Ansonsten gucken wir mal wegen Talk Power. Da gucke ich auch mal kurz rüber. TODF Weißwurst. Der ist bestimmt noch nicht da. Oder Punkt, 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 Punkt. Ja, das ist der liebe Keks.
Ansonsten hat keiner einen Punkt. Gut, dann wählen wir beide. Delta Hai. Okay. Okay, Delta Hai. Warte. Delta, machst du eine Runde mit, oder was? Was? Hi. Machst du eine Runde mit noch Fußball? Nee. Nee? Was? Ich wollte gerade hier reinporten. Nein, ansonsten, ja, Pat, komm, lass uns schnell ein Team auswählen und dann. Du musst ja nicht mitspielen. Dann kriegst du bei dir einen mehr halt, dann darfst du jetzt am Anfang zwei wählen. Okay, dann wäre Michel zu mir. So, ich spiele League of Legends. Ich darf das. Was? So, dann nehme ich. In der PvP natürlich darfst du das. L-Unterstrich, weil er möchte ja unbedingt, dass man das so ausspricht. Okay. So, kannst du eine Anfrage zum Stream machen? Wie meinst du, Melone? Was meinst du genau damit? Genau, du müsstest jetzt noch neben dem zweiten wählen, weil du ja nicht mitspielst. So. Dann, weil du ja eben die Melone hattest, nehme ich die Melone, weil ich mag Melonen. Oh yeah. Gut, dann nehme ich den Reezy mal. Dann, weil ich auch Kekse mag, nehme ich den Keks. Gut. Eigentlich müsste ich jetzt Brati nehmen, das mache ich aber mit Absicht nicht. dann nehme ich mal Noah. Also den Dragonheart. Und weil er leider aus dem Aquarium von Pixeln entwischt ist, nehme ich den Sir Fishy. So, dann nehme ich einmal den Pika. Pika, Pika! Ja, okay. Und weil ich den Namen so awesome finde, nehme ich den Awesome. Alter Pixelchen, Übertreiber. Was denn? Danke für. Ne, was haben wir denn als neueste News, lieber Pixel? Kannst du ja mal sagen. Gut, dann nehme ich jetzt mal. Michelle, machst du mit? Was sind die neuesten News? Michelle? Okay, Michelle macht nicht mit. Fischi, wurdest du schon gewählt? Der Fischi ist schon bei mir. Okay, alles klar. Dann nehme ich mal das Schnitzel, weil ihr so schön rumspringt. Und weil ich meine, dass LBHD eine gut ist, also ich muss mal kurz gucken, wer versteckt sich da noch. So, und die Beender PvP machst du nicht mit, sonst hätte ich dich jetzt gewählt, aber du bist nicht da. Oh nein, Butterfly ist in Deutschland nicht legal. So, dann wer fehlt denn noch? Weil die unter das Waffenschutz LBHD, haben wir ihn schon? Oder hat jemand von euch den schon? Ja, LBHD habe ich. Okay, genau, dann gehören die beiden zusammen. Keks, wurdest du schon gewählt? Auch, ne? Ja. Fischi auch. Wie sie hab ich, Fischi hab ich auch. Brati wurde noch nicht gewählt, glaube ich. Oder hast du ihn auch? Brati, weiß ich nicht. Dann nehme ich mal Brati. Ich bin sicher, dass es ein Spielzeug-Butterfly ist, weil der Original-Butterfly ist noch schon verboten. So, Fischi, Michelle. Michelle, machst du auch noch mit? Das sieht nach einem Nicken aus. Gut, dann müsste sie, glaube ich, noch zu dir. Schleifentrick. Gut, dann alle schon mal joinen, liebe Leute. Ne? Und dann bin ich quasi gesehen eure Kamerafee. Oh yeah. Es gibt keine Talk-Powerfee mehr, es gibt eine Kamera. So, Brati, soll ich wieder ins Tor gleich gehen? Ich stimme nur am Anfang kurz einmal vor, da wäre ganz cool, wenn du nur einmal upsavest. Und dann nehme ich den Kopf von dem Delta rein. Okay, dann machen wir in. Ich hoffe, sind alle drin. Ich guck mal noch einmal rüber. Ich kann man immer nicht ganz so rüber gucken. Gut, aber ich denke mal, sind alle drin. Von da aus würde ich sagen, Pat. Ja, du musst den Befehl machen. Ach so. Ich bin ja nicht drin. Das ist ja egal, kannst du auch so machen. FB-Start, ja, klar. Okay, dann 3, 2, 1. Eigentlich sollte es gehen. Go. Ja. Jetzt nochmal 3, 2, 1. Pixel, du hier. Nicht in Hollywood. Ich habe erst gegessen, dann habe ich. Ich habe erst die Besprechung hinter mir gebracht, dann habe ich gegessen. Jetzt bin ich hier. Da hast du aber schnell gefuttert. Gehabt. So, okay, Bart, wir machen wieder fliegenden Wechsel. So lange brauche ich dafür nicht. Also manchmal. Schleifentrick. Ja, Pixie braucht immer 3 Stunden, weißt du? Das stimmt doch gar nicht. So, einen neuen Follower bitte einmal was in den Chat schreiben, dann gehe ich auch gerne auf eure Follows ein, liebe Leute. Wenn ich dich jetzt entfollow und nochmal follow, bist du dann auch auf meinen Follower? Das steht ja dann nicht da. Stimmt schon. Wenigstens das hat Twitch gut hinbekommen, wenn die schon das nicht mit der E-Mail hinkriegen. Aber ansonsten ist Twitch eine sehr, sehr geile Plattform, muss ich sagen. Ich bin froh, dort Partner zu sein. Yeah. Außer das Einzige, was mich halt stört, ist tatsächlich, dass ich nicht auf YouTube gleichzeitig streamen darf. Das fand ich doof. Aber ansonsten ist das echt super alles. Fand ich doof.
Ja, weil ich das immer gerne auf Multistream und sowas halt, weißt du, ich war schon so dran gewöhnt halt. Hast dich gerade eingefunden mit den beiden Chats und dann blub. Ja, ne? Pixel? Jo. Darf ich dir mal die Ringe erklären auf bei meinem Stream demnächst? Du hast die nach dem Ausbilderverfahren genommen, nach dem Praktikant bis Rentner. Hat dazu gehört. Ich war vorhin da. Warum kann ich jetzt, warum passiert jetzt nichts, wenn ich auf Druck drücke? Reezy, so sieht der Reezy aus. Schalalalala. Da, 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 da. Da, 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 da. Brati, du kannst jetzt immer nach vorne gehen halt. Also ich bleib dann nur beim ersten. War das immer so, dass ich dann ganz gerne am Anfang so ein bisschen Action mache. So. 1-0, oh yeah. 2-0, so sieht der Reezy aus. Schalalalala. Mann, schießt der jetzt auch noch mein Hattrick oder was? Was ist da los? So. Das ist ja praktisch. Was ist los? Ich habe eben von meinem Hoster, ich habe ja einen Root-Server, ne? Mhm. Und da kann ich per Knopfdruck einfach Spiele installieren. Ich brauche das nicht so umständlich zu machen. Okay. Und jetzt habe ich gerade von meinem Hoster eine E-Mail bekommen. Wir haben auf einen Factorio-Server soeben geupdatet. Nicht nett. So muss es sein. So muss es laufen. Genau, wegen dem Mission-Server muss man tatsächlich auch mal gucken. Da hatte ich auch mal wieder Bock drauf. Das hat immer Spaß gemacht. Das kann man auch mal toll streamen. Ja, dafür brauche ich halt nur jemanden, der mich sponsert, ne? Patrick, ich würde statt nur noch vor Geschäftsführung. Ja. Würde ich noch Marktleiter oder sowas, ey. Aber ist doch geil, oder? Ja. Auch die. Auch wie viele Coins man dafür haben muss? Genau, bei ihm sind es alle Rewe-Mitarbeiter. Nein. Und wie gesagt, nochmal als Reminder natürlich, am 10.11. Haben wir unser 2 vs. 2 Fußballturnier. Im Forum natürlich könnt ihr euch dafür eintragen. Ihr braucht nur einen Kumpel, mit dem ihr zusammen zockt. Oder halt einen Freund, den ihr vom Server kennt oder so halt. Ne? Tragt euch da gerne ein. Und dann um 16 Uhr beginnt das Ganze. Und ich denke mal, es wird so 2-3 Stunden dauern. Und auch nicht vergessen, was sollte man auch nicht vergessen? Am 20. Oktober hat der Pet Geburtstag. Oh. Achso, Bratti, alles gut. Ich bin hinten, alles gut. Ist dann aber den Rang Rentner mit 500 Millionen Coins ein bisschen zu viel? Also, nee. Danke, Bratti. Und Geschäftsführer ist dann 50 Millionen. Also, ich verdiene nicht 50 Millionen so im Jahr. Kann ich mitmachen bei 2v2? Jeder kann mitmachen, ne? Ihr bräuchtet halt nur jemanden, der mit euch im Team halt spielt. Und ihr müsstet halt eben Forum bei uns halt registrieren und eintragen dafür. Also es ist ganz einfach, einfach nur einen Teamnamen hinschreiben und dann eure Ingame-Namen halt. Also meinetwegen, ich glaube, wir waren nochmal Bratpfanne, wie hattet ihr euch nochmal genannt? Brati? Bratpfanne? Team Bratpfanne? Nein. Auf thfmc.de, Your Minecraft Network. Genau. Wenn ihr nicht wisst, beziehungsweise, ja gut, thfmc.de kann, glaube ich, jeder in seinen Browser eingeben. Ansonsten könnt ihr auch einfach auf unserem Teamspeak-Banner rechts oben klicken. Ne, da kommt ihr auch direkt auf unsere Homepage. Wir empfehlen auch unseren Partner-Server pvp24.me. Zum Blödsinn. Hast du übrigens die von Kevin die Meldung gesehen im Forum? Ja! Ne? Aber das wusste er ja nicht tatsächlich. Und Brati hat ja nochmal drunter geschrieben gehabt, dass es halt auch unsere Domain ist, weißt du? Ja. Fand ich schön. Hat mir gefallen. Achso, seht ihr, wenn du in meinem Stream den Rang Ausbilder haben willst, brauchst du 5 Millionen Cash. Na dann her mal mit dem Geld. Weil sonst bist du entweder nur Praktikant, Auszubildender, Ausgelernter, Berufserfahrener, Ausbilder, Geschäftsführer oder Rentner. Das ist eigentlich ganz lustig, muss ich sagen, ne? Ich würde seht als Rentner einen Schub. So ein Schnitzel, ob du mit mir zocken kannst. Da bin ich tatsächlich noch nicht, ich habe bisher noch keinen Teampartner. Ich habe erst überlegt, ob ich jemanden aus dem Team nehmen soll oder ob ich einfach warten soll, bis an dem Tag halt vielleicht jemand da ist, oder so, der noch kein Team hat oder so. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott. Oh Gott, Schnitzel. Oh Gott. Wow, sehr gut, Schnitzel. Aber ich überlege mir das mal halt. Wie gesagt, ich werde das spätestens, sag ich mal so in 1-2 Wochen, werde ich das spätestens bekannt geben.
wie ich das am besten mache. Freue mich schon, das Spiel South Park zu Let's Play. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken bei dir. Ah, ich hab mich irgendwie so kaputt lachen, ey. Können Leute leider South Park nicht so leiden, deswegen. Echt? Warum nicht? Ich mag das Spiel. Nee, ich mag auch die Serie nicht so. Boah, das Spiel ist super. Gerade Stick of Truth, das habe ich auch selber gespielt. Fand ich sehr, sehr geil. Ich musste so lachen, Alter. Und gerade hier, das rektakuläre, wie heißt das gleich? Die rektakuläre Zerreißprobe. Ja. Oder auf Englisch The Fractured But Whole. Hast du mal ein Stück gelesen, Pat? Ja, wie immer. So, ein Keks will hier hart Tore schießen. Man merkt das. So, bisher hat aber nur 2 Tore der Reezy geschossen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da vorne abgeht. Und Brati stürmt jetzt gerade auf das Tor zu und er schießt. Und, oh, an Pfosten. Shake my booty. Also, wir haben folgende Teams. Einmal Team Swag. Wir haben Team Unleashed Ramram. Wir haben die erste FC Bratpfanne. So, ich spiele den. Achso, sorry. Und Team Sir Bockwurst. Genau. So, und Melone spielt dann echt auch Fußball. Wir haben morgen Pokalspiel. Echt? Was für ein Pokal spielt er denn da? Beziehungsweise in welcher Jugend spielst du denn? Ich nehme mal an, in deinem Alter wahrscheinlich so C-Jugend oder sowas halt. Ich darf nicht Fußball spielen. Vielleicht auch A, aber A wäre schon die etwas älteren. Pixel? Ja. Warum hast du auf meinen letzten Anstupser nicht reagiert? Du hast mich angestupst. Ja, da steht, Best Pixel HD hat auf ihren Anstupser noch nicht reagiert. Das steht bei mir nie. Was ist denn das für eine Nachricht? Die kenne ich auch noch nicht. Möchtest du mir irgendwas erzählen? Das heißt, da steht auch, erneutes Anstupsen ist in 28.714 Minuten wieder möglich. Oder ach so, im Forum. Ja. Ach so. Okay. Das habe ich auch gerade überlegt. Ich habe gedacht auf Teamspeak. Sehe Nachricht, war mir neu. Oh gewesen. Gott, Brati. Du hast mich angestupst. Du müsstest einfach nur zurück. So, ich mache Geräteton, Salto und so. Oh, Geräteton ist auch interessant. Ton allgemein, aber sehr, sehr selten, muss ich sagen. Aber wie gesagt, nice. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, du machst einen auf Hambüchen, aber das ist ja, glaube ich, der macht ja, glaube ich, andere. Der tont der nicht? Nee, der tont doch auch, oder? Ist das nicht der? Wer? Der Toner? Na, Fabian Felix Hambüchen oder wie der Typ hieß nochmal? Auch ein bekannter Toner oder ich weiß nicht, oder hat der Diskuswerfen oder sowas gemacht? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, der war auch Toner. Also Toner, sagt man so. Leichtathlet ist es ja nicht. Jawohl, Leichtathletik, ne, ist doch eigentlich, gehört ja dazu, glaube ich. Egal, ich bin nicht so der Olympiaspezialist, aber wie gesagt, Ton ist auch ganz cool eigentlich. Michael Smolik als Vorbild. Jeder braucht einen. Vom Namen her sagt es mir was tatsächlich, aber. Ich weiß nicht, Sicht hat bestimmt auch ein Vorbild als Koch. So sieht der Reezy aus. Ne, Hambüchen ist Toner. Ja, so genau, sage ich ja. Also war ich doch gar nicht so falsch. 27. Weltmeister in Kickboxen, oh yeah. 5:0! So sieht der Noah aus, schalalala. So, und ich guck mal gerade auf den Tacho. Also, du hast noch 10 Minuten. Ja, wir könnten noch eine schnelle Runde SG machen, auf jeden Fall. Ne? Oder Lasertag, genau. Wir machen eine Runde Lasertag noch. Das heißt, wir gehen mal auf den Arcade-Server rüber. Jetzt vorbereite ich mich schon mal vor. Mhm, doppelt ja. Gemoppelt. Mhm. So, warte mal, ich muss einmal kurz reconnecten. Nicht wundern. Ja, wegen dem Resource Pack. So, es dauert immer ganz kurz. So, zacka. Das sah gerade lustig aus, du warst gerade im Kopf nackt. Was? Na, weil die Ohren haben später geladen als das Mensch. So, Brati, danke für den Applaus. Applaus natürlich auch für Brati. So, was wolltet ihr Lasertag? Team Deathmatch oder Capture the Flag? Fragen wir noch einmal im Chat. Achso. Team Deathmatch oder Capture the Flag? SG. Team Deathmatch, ne?
Okay, dann gehen wir in Team Deathmatch rein. Was, 15 Sekunden? Ihr solltet doch noch nicht joinen, Keks. Lief mal einer von euch schnell, LT lief. Sind schon zu schnell gewesen. Goddammit. Oh, Keks. Ja, super Keks. Huch, was ist jetzt passiert? Jetzt passieren bei mir ganz strange Sachen. Oh, jetzt liefen viele. Oh, you are sending too many packets. Oh, okay, ich hatte das Resource Pack noch nicht mal drin. Genau, ihr könnt da alle mal kurz LT leaven. LT leave eingeben. Sind noch drei drin. Ist noch zwei drin? Genau, einmal LT Leerzeichen leave eingeben, Leute. Ja, dann wiederholen wir das nochmal kurz. So. Komm noch zwei. Deswegen, lieber Keks, es ist zwar schön und gut. Nee, noch können wir nicht rein. Pixel. Ja. Ist ja schön und gut, dass du schnell spielen willst, aber wie gesagt, wir geben die Regeln vor. Genau, Ende, alles klar. Ich habe jetzt schon wieder First Lose, First Death, First Kill, First Win und Pickup Speed bekommen. Ja, das, wir warten noch ganz kurz, das sollte gleich kommen. Mach ich gleich. So, Schild aktualisier dich. Ende. Ende im Gelände. So, genau, wir können jetzt alle wieder joinen. Und dann halte ich kurz den Countdown an, bis wir auch wirklich alle safe drin sind. Die zwei Minuten haben wir noch länger, halt, da können die Teamkollegen natürlich kurz warten. Okay, ich habe gedacht, ich werde gekickt. So, da bin ich drin. Und ich halte mal ganz kurz den Countdown an, bis wirklich auch alle fest drin sind. So, ansonsten, wie gesagt, Schnitzel natürlich, wie gesagt, herzlich willkommen. Awesome Banks natürlich auch, mein Guter. Ne, sei du natürlich auch viel herzlich willkommen. So. Meinst du, das ist fies, wenn man sagt, wer heute zuerst das Champion schafft, kriegt einen OP-Apfel auf Skype PvP? Nein. Ich bin mal gespannt, wann Micha musste endlich mal das Update raushauen, dass man, wenn man runterfällt, wenigstens, weißt du? Und dann müssen wir die Jump-Runs mal auf jeder Map fixen. Ist auch ganz wichtig. Die Pixelfehler wieder mal. Ja, beim Importieren der Map. Heißt nicht mehr Bug, sondern. So, ich warte noch ein Minütchen und dann legen wir los, Leute. Und so langsam wird mir kalt. Ich habe immer noch Fenster offen. Alter Falter. Ich würde es mal zumachen. Ja, normalerweise macht mein Rechner eigentlich immer gut warme Luft, aber seitdem ich den sauber gemacht habe, so produziert er nicht mehr so viel Wärme. Und deswegen, jetzt friere ich gerade. Man sollte, also ich entstaub meinen, glaube ich, jedes halbe Jahr ungefähr. Na, ich mache es alle zwei Monate, obwohl ich es davor jetzt auch ein halbes Jahr nicht gemacht habe. Woche. Ja, jede Woche ist zu viel. Nee, also ich mache das jede Woche. Da bin ich zu faul für. So, Melone, Devil, machst du bist der Coolste? Nein, es gibt noch ganz, ganz viele andere coole Dudes und ihr seid die Coolsten, das dürft ihr nicht vergessen. Vor allem, weil ich ja meine awesome Hardware dann nochmal angucken kann. So, ich mache Kickboxen, aber bin das... Oh, Rizzi? Kickboxen, da gibt es aber, glaube ich, keine... Gibt es da auch irgendwie Goethe oder so? Ich glaube nicht, ne? Also ich habe früher mal ein bisschen Taekwondo gemacht und ein bisschen ATK. So, aber ich kenne auch jemanden, tatsächlich auch jemand in meinem Bekanntenkreis macht auch MMA, also Mixed Martial Arts. Abkürzungen, nix. Ah, okay. Glaub, genau, das macht jemand aus meinem Bekanntenkreis auch schon ewig lange und der macht auch, hat vorher Thai-Kickboxen gemacht und sowas halt. Gut, dann lasse ich jetzt den Countdown zu Ende laufen. Ich glaube, dass ich keinen Kampfsport mag. Ach naja, ich habe es früher halt gemacht, halt, weißt du so. Früher habe ich auch viel, viel mehr Sport gemacht. Also Fußball natürlich war ich jahrelang im Verein und sowas halt. Bis zu den ersten Herren sozusagen. Aber das war so bis... habe ich mit 17, glaube ich, angefangen. Bis ich aus der A-Jugend raus war. Ja, ich habe angefangen bei den Minis. Ach so. Also das heißt mit, ich glaube, 6 oder 7 konnte man da schon anfangen. Ich glaube mit 6 oder 5 oder 6 oder irgendwie sowas ist bei Minis. So hießen sie damals jemals. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt oder sowas. Ich denke mal schon. Und dann habe ich halt, wie gesagt, bis zu den Herren gespielt. Aber dann hatte ich, wie gesagt, wegen Ausbildung und Schule und sowas halt keine Zeit mehr. 3, 2, 1, los. So, los geht's. Man hört echt mich heraus, ne? Wenn man ganz genau aufpasst. Ja, wenn man, hätte ich es aber vorher nicht gewusst, würde ich ihn nicht hören. Also, nee, dann nicht. Weißt du? Ich glaube, wenn man es weiß, dann... Ich glaube, das ist relativ gerecht. Okay, ich bin tot. Das war jetzt. So, und oh, weiß. Die kommt zu unserem Spawn, ich würde aufpassen. Goddammit, war er denn? Denn der PvP. Ne, Schnitzel. Ne, wer war es gerade? Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich gerade nicht gesehen. Scheiße. Die kommen echt langsam. Okay.
Ich nehme alles zurück. Du, du. Everybody dancing. Dum, 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 dum. Double kill. Double kill. Multikill. Nein, Double kill war aber schon drin. Oh Gott, oh Nordi. Hohoho. Wir haben ja jetzt vor kurzem einen Syrer in unsere, nicht in unsere Parallelklasse bekommen. Ja. Wir waren alle erstaunt, wie schnell der Deutsch gelernt hat. Ja, es gibt ja manche, die interessieren sich halt noch dafür, weißt du, die geben sich immer Mühe. Und da fragt er mich so, ja, warst du in den letzten Jahren so in Syrien? Das ist ganz schön dort. Naja, nee, gut. Hatte ich nicht so vor. Ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich ein schönes Land an sich halt ist, weißt du, was ich meine? Ja, aber momentan. Aber gerade, ja, natürlich, das ist ja klar, ich meine, das ist ja verständlich. Ein Kriegsgebiet wird, glaube ich, niemand reisen gerne, deswegen. So, deinen neuen Follower bitte was in den Chat schreiben, dann gehe ich gerne auf eure Follows ein. Was? So. 5 Kills gerade mal, goddammit. Keks, du Noob! Du Noob, Noob, nein. Wie macht der Keks-Noob-Zug? Noob, Noob. Nein. Okay, Keks, leider, ich höre auf damit, weil ansonsten ist es gemein. Ich will dich nicht mobben oder so. Also bitte nicht falsch verstehen, Keks. Oh, oh. Oh, oh. Wie gesagt, ich mache das nur aus Spaß, Keks. Wenn es dich stören sollte oder so, dann sag's mir, dann höre ich bitte auch sofort damit auf. Also wie gesagt. Also mich stört das ja komplett, ne? Verdammt. Stopp. Junge. Ach, hi, Seta. Wie geht's dir so? Na? Auch hier. Auch hier. Unter dem Blauen. Jo. Oh oh. Na, Ender PvP. Entschuldigung. Alles gut, Seta Peter? Okay, alles klar. Nee, wie gesagt, Keks, ansonsten. Seta Peter, Meter Dieter. Katheter. Dicker Peter. Nein, Fischi, du darfst. Fischi, du darfst. Keks, du darfst das natürlich auch. Wie komme ich jetzt auf Fischi? Weiß nicht warum. Der ist vor kurzem aus meinem Aquarium gehüpft. Genau, Fischi, du bist aus dem Aquarium rausgehüpft. Nein, aber wie gesagt, ansonsten Keks. Aber du hast ja gesagt, du weißt ja, dass es nur Spaß ist. Das wollte ich nochmal ganz, ganz doll betonen. Extremely important. Ich glaube, pünktlich zur Teambesprechung schaffst du es nicht. Ja, es sind noch 6 Minuten 50. Ja. Genau, deswegen. Deswegen haben wir gesagt, ein paar Minuten überziehen ist okay. Ja, für dich doch immer, Seta Peter. Dicker Peter. Das sag ich meiner Mama. Ach, seine Amma. Wer ist denn deine Amma? Die du noch nicht kennst. Muss ich die auch nicht erkennen. Muss ich die kennen? Nein. Ganz berühmt. Aber Rot dominiert gerade. So ein bisschen durch Keks. Alter, Keks hat schon wieder 4 Kills ineinander gemacht. Wow, Reezy. Guter Schuss. So, laut einer Studie sind die aggressivste Bevölkerungsgruppe die Zweijährigen. Was, warum Brati? Oh, so, die Durchschnittstafel Schokolade enthält 8 Insektenbeine. Aber es sind Proteine. Lieber Brati. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr. Ich glaube, es waren 3 oder so. Dass man in seinen, ich glaube, in einem Jahr irgendwie 3 Spinnen isst. Durchschnittlich. Ja, um Gottes Willen. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwas Giftiges oder so. Oder keine Ahnung, was einem super peinlich ist. Oder so. Manche machen das tatsächlich. Oder in manchen Ländern sind ganz, ganz spezielle Sachen natürlich auch ja, begehrt, sag ich mal so, ne? Nee, weil manche schlafen ja mit offenem Mund und manche krabbeln dann nachts so rein und dann werden sie. Ja, ja, natürlich, klar, klar. Das ja, manchmal verschluckst du einfach auch irgendwie was, weißt du, was ich meine? Seit ich das weiß, halte ich immer was vor mir, die Decke vor meinem Mund, wenn ich schlafe. Ach Quatsch, das merkst du sowieso nicht im Schlaf, wenn du das eh in deinem Mund aufmachst. Ja, aber allein der Gedanke daran. Wo ich ein ganz großes Problem mit habe, sind Spritzen. Die kann ich irgendwie, nee. Echt? Ja. Ich habe gar kein Problem. Das Einzige, was mich, wie gesagt, halt, was ich ja auch schon letztes Mal vor 2-3 Wochen erwähnt habe oder sowas, das Einzige, was mich wirklich schockt, ist beim Zahnarzt, also ein Zahn ziehen. Ne, so Löcher bohren oder sowas halt, alles easy. Spritzen, alles easy. Ne, aber Zähne ziehen, das ist glaube ich, das gerade zum Glück müssen insgesamt mir nur 4 Zähne gezogen werden in meinem Leben. So, wahrscheinlich, ne, so bisher. Und das sind halt die Weisheitszähne, ne. Ich war ganz geschockt, weil uns meiner Klasse erzählt, er war vor kurzem beim Zahnarzt und ihm wurden 4 echte Zähne schon wieder gezogen.
Naja, gut, das kommt natürlich drauf an. Ja. Na gut, ich hatte, meine Zähne sind ziemlich breit. Deswegen, ich hatte einfach zu viele Zähne im Mund. Also, hört sich lustig an, ist aber so. Ne. Und deswegen mussten die gezwungen werden. Also nicht, weil die irgendwie schief stehen oder übereinander oder weiß ich, sonst gibt's ja ganz strange Sachen manchmal. Aber das ist echt das Einzige, was mich schockt halt wirklich. So. Solange du noch kein Gebiss hast. Und drei wurden mir bisher erst gezogen. Aber ich muss sagen, der letzte Zahn, der mir gezogen wurde, so, das war 2 Tage so ein bisschen. Hat das ein bisschen gezwickt und gezwackt und sowas halt. Also wie man es halt kennt, so ein bisschen Schmerzen halt gehabt und sowas halt. Aber so super dramatisch, wie ich mich als Jugendlicher oder so dran erinnern kann, wo alles grün und blau und geschwollen war oder sowas halt noch da. So war es halt nicht tatsächlich, muss ich sagen. Also daher... Ganz ruhig hier geworden, ne? Ja, wenigstens bist du noch da geblieben. Ich kann doch meinen Seetapeter hier nicht alleine lassen. Machst du ja sonst auch. Ja. Nicht, oder wie? Hallo? Was, Keks 21? Ich mach sonst immer hier, ich muss wichtige Ettengeschichten machen und so. So. Kennst du ja. Ach, Fischi war das mit dem 21er Killstreak, Fischi, echt? Ich hab diese Runde nur 9 Kills, verdammte Axt. Er hat eine bessere Killstreak, als du Kills hast. Ja. Ja, wegen Talkboy, wir sind ja so gleich leider am Ende des Streams, Leute. Wie gesagt, heute kann ich nicht ganz so lange machen. Heute werde ich meinetwegen noch eine Stunde länger halt gemacht, normalerweise. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Wie gesagt, ich streame ja jeden Tag so circa ab, ja, 15.30 Uhr, 16 Uhr meistens. Also ich weiß, in meiner Twitch-Beschreibung steht 15.30 Uhr, aber manchmal schaffe ich es auch erst gegen 16 Uhr oder 15.45 Uhr oder so. Wenn ihr genau wissen wollt, wann ich streame oder sowas, kommt in unsere Steam-Gruppe. Da poste ich in der Regel eigentlich... die Granate war knapp. Da poste ich in der Regel halt meistens eine Stunde vorher. Heute waren es ein paar Minuten vorher leider nur, weil ich es halt nicht früher geschafft habe, weil ich auch noch arbeiten gehe und so. Ansonsten kann ich aber schon mal sagen, morgen nächster Minecraft-Stream wird wieder um 15.30 Uhr circa oder spätestens 16 Uhr halt beginnen. Ne, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich kann ich jetzt auch schon mal Danke sagen natürlich an den lieben Fischi. An den, ja, Resub. Leider hast du das um ein paar Sekündchen verpasst. Ich kann das auch nicht irgendwie einstellen oder so, dass es als Resub angezeigt wird. Also, wie gesagt, aber ist nicht schlimm. Wieso verpasst? Wieso verpasst? Naja, um zu resubben. Achso, hey, ich habe 2 Tage, nachdem ich resubbt habe. Echt? Kam die Meldung noch, ja. Dann wurde es bei mir nicht angezeigt. Also, ich muss nochmal gucken, Fischi, ob das ein Resub ist oder denkst du, ob es angezeigt wird als Resub. Wenn, mache ich das natürlich gerne. Natürlich herzlichen Dank an den lieben Fischi natürlich und an alle anderen Subs natürlich auch und an alle anderen Zuschauer natürlich auch, wie gesagt, ihr müsst nicht subben oder irgendwas donaten bei mir im Stream oder so, halt, damit ich euch mag oder sowas halt, sondern jeder ist bei mir eigentlich gleich und eigentlich. Ja, naja, klar, ich mach schon mal halt irgendwie sowas halt, dass ich sage, okay, jetzt darf mal ein Sub oder keine Ahnung, Brati oder sowas halt, weil er ja auch ganz viel für mich nebenbei im Hintergrund halt immer macht oder sowas halt, darf sich mal jetzt irgendwie was aussuchen oder sowas halt oder so, ne? Und ich habe ihn ja auch schon mal Rang geschenkt halt auf dem Server halt. Und also sowas kommt natürlich dann schon vor, das muss ich halt schon machen. Aber das verstehen, glaube ich, auch alle. Weißt und du, obwohl Blau viel kleiner ist, ne? Sind wir trotzdem schlecht. Blau viel kleiner? Ja, Blau ist doch das Team, was verliert. Ach ja, stimmt. Wow. Deswegen, ich werde mich jetzt so ein bisschen kurz einmal zurückhalten, weil natürlich sonst die Blauen wieder abkotzen. So. Wieso kannst du Sir Fischi nicht treffen? Das weiß ich gerade nicht. Das war WhatsApp. Es gibt so ein Spawn Protection sozusagen von 5 Sekunden. So, Melone, Devremus, hast du Sport gemacht oder machst du Sport? Ja, ich habe ja früher erzählt. Ich habe, wie gesagt, ganz, ganz ewig lange halt Fußball gespielt, von den Minis bis zum fast Erwachsenen, also 16, 17 Jahre so, also bis nach der A-Jugend. Und davor habe ich ein bisschen nebenbei noch Kampfsport gemacht, aber das war halt nichts irgendwie Dolles, sondern halt, ich glaube, das war ein halbes Jahr Taekwondo. Und dann ein Jahr ATK. Also für die Leute, was ATK ist, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Das nennt sich, also hört sich doof an, aber Antiterrorkampf, sozusagen eigentlich so. Hast du eigentlich als Kind auch gekocht? Ja, mit meiner Mutter und so. Und mit meiner Oma sehr, sehr gerne. Boah, 72 Kills, Keks, Alter, holy shit. Und Fischi, 35er Killstreak. Ich bin noch selber gut. Wow. Holy shit, ey. 1200 Punkte, check. Wow, das ist hart. So, und ansonsten,
Ja, wie gesagt, bitte ich euch nochmal alle kurz zum Arcade-Spawn zu kommen oder so. Ich werde kurz den Stream einmal abmoderieren und ihr kennt es natürlich, am Ende machen wir immer ein bisschen Dancing-Party hier. Ich suche mal das Partnerlied gleich kurz einmal nebenbei raus. Und ich bedanke mich natürlich auch schon mal bei allen im Teamspeak, die mit dabei waren. Ich werde kurz einmal auch die Talk-Power rausnehmen, so bis alle sich nochmal kurz vom Stream verabschieden können, wenn ihr wollt, natürlich nur. Also Achtung, alle, die jetzt nicht reden wollen, einfach kurz still sein oder sich kurz muten. Und ansonsten... Okay. Moin! Genau, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und so. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf jeden Fall im nächsten Stream wieder mit dabei sein könntet. Und, ja. Genau, so viele sind ja nicht mehr da. Wie gesagt, schön, dass ihr da wart. Und herzlichen Dank natürlich auch an die ganzen Stillen immer. Wie gesagt, ihr seid die besten Leute. Gut. Genau, Pixel, spam die Emotes. Sogar Tier 2, oh yeah. Gut, ich gehe mal hoch und werde kurz einmal abmoderieren. Genau, so, jetzt sind wir hier am Stissel nochmal. Wie gesagt, herzlichen Dank natürlich an alle, die auch mitzuschauen, die immer mitmachen, natürlich auch an die ganzen Stillen, habe ich ja auch schon gesagt. Und ja, ihr seid die Besten, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Und wie gesagt, ich danke euch und wie gesagt, ihr müsst bei mir auch nicht im Stream donaten oder so, wie gesagt, damit ich euch mag oder irgendwie ähnliche Sachen halt. Bei mir ist jeder gleich angesehen halt tatsächlich, aber ich muss natürlich ab und zu mal den einen oder anderen natürlich irgendwie was zugute halten oder halt natürlich irgendwie jemanden nicht bevorteiligen, das hört sich immer doof an, aber wenn ich natürlich sage, okay, ne, danke für den Sub oder der Sub darf jetzt als nächstes das mal auswählen, das muss ich schon mal machen, das versteht ihr aber, glaube ich, auch. So, und wie gesagt, ansonsten natürlich herzlichen Dank und ich habe das Partylied hier schon mal rausgesucht und ja, ansonsten schaut mal in meine Beschreibung vorbei. Ich habe jetzt neuerdings halt das Angebot von MMOGA bekommen halt, dass ich da halt ein bisschen für die halt Prozente bekommen und sowas halt. Wenn ihr da irgendwie was kaufen wollt oder so, ihr könnt auch andere Keystores natürlich halt gerne nehmen. Also es gibt ja G2A und ein paar andere Sachen auch noch. Aber MMOGA, da habe ich tatsächlich auch sehr viel selber gekauft und ja, von da aus, ja, schaut mal in die Beschreibung, da sind auch einige Sachen halt drin. Da ist ein Raffling von mir, also die Peets zum Beispiel machen das halt auch. Aber ihr müsst dort nicht kaufen, also wie gesagt. Aber da gibt es sehr gute Angebote. Das nächste Spiel, was mir da holen wäre, ist zum Beispiel GTA. Das gibt es momentan dafür, ich glaube, 26,99 oder so. Und bei Steam könnt ihr mal gucken, da kostet es momentan 59 oder 60 Euro knapp immer noch. Gut. So, ansonsten, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß gehabt. Und von da aus würde ich sagen, Party on! Es wird noch ein bisschen lauter, Leute. So, Sekunde. Und ja, auf jeden Fall morgen nächster Minecraft-Stream, so gegen 15:30, 16 Uhr. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Von da aus bis zum nächsten Stream. Party! We'll be right back.
So, liebe Leute, nochmal herzlichen Dank natürlich an alle, die mitgemacht haben. Lieber Pika, lieber Schnitzel, natürlich auch an alle Neuen. Wie gesagt, ihr seid die besten Leute. Ja, von da aus, schön, dass ihr da seid. Und ja, von da aus, ich würde sagen, wir sehen uns in einer der nächsten Streams wieder. Und von da aus, bis zum nächsten Stream. Ciao! MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.